Achtung, Achtung, sehr verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Danke, dass Sie sich auch heute wieder für Besen Airlines entschieden haben. Unser Flug von Wien nach Kapstadt kann heute ohne Verzögerung starten. Das Wetter unterwegs ist gut, es ist mit keinen größeren Turbulenzen zu rechnen. Für heiße und kalte Getränke ist gesorgt. Schnallen Sie sich an und lauschen Sie den Sicherheitsanweisungen meiner Crew. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner ist Andi Stauff. Und dieser Flieger wird betankt von Rafa Custom. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von... Athletisch geht's auch in den März. Athletic Greens und Besenwagen sind ja mittlerweile ein eingespieltes Team. Und du kannst auch Mitglied werden. Mit Athletic Greens trinkst du einfach morgens einen grünen Smoothie mit allem, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Wenn du dich für Athletic entscheidest, bekommst du deine Greens in der Keramikschale und die stellst du in den Kühlschrank wegen der Probiotika. Jeden Morgen schüttelst du dir dann einen Löffel in kaltem Wasser an und ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur 1 Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und egal, ob du vegan, gluten- oder laktosefrei lebst, Athletic Greens funktioniert für dich. Effekt? Power-Up für deinen Energiehaushalt, Power-Up für deine Regeneration, für deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause. Also Tüte leer, neue Tüte steht schon vor der Tür. Es geht einfach, schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Und die Formel ist nicht nur durch Andi, Paul und mich, sondern auch ernstzunehmende Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Okay, first of all, ich ziehe gerade um, verkaufe meinen kompletten Hausstand, eBay Kleinanzeigen fickt mein Leben. Ich komme gar nicht mehr klar, wirklich. Ich verkaufe echt Möbel, iPhones, Küchengeräte, Geschirr. So, ich habe echt viel Erfahrung im eBay-Kleinanzeige-Radteilemarkt und der ist echt entspannt, muss ich sagen. Aber wenn man mal normale Sachen verkauft, du hast mit Leuten zu tun, das ist unfassbar. Ja, zum Beispiel, also ich habe da nur so ein bisschen Erfahrung und meine sind nicht ganz so schlimm, außer dass sie immer, obwohl man die Maße schon reingeschrieben hat, immer nochmal extra irgendwelche anderen Maße wissen wollen von irgendwas. Genau, stimmt, ja. Immer nochmal Maße und Sachen, die man schon mal gefragt hat und dann PayPal für Freunde und dann nicht Freunde überwiesen natürlich. Und richtig, das ist ein Klassiker, das ist ein richtiger Klassiker. Aber, oder schon zweimal Preis ausgemacht, dann, wann überweist du, dann nochmal nachverhandelt, wieder nochmal. So, nein, ja, kein Deal mehr. Aber das ist doch besser, als wenn die erst an der Tür fragen, ob noch was am Preis geht. Das hatte ich aber auch schon ein paar Mal bei Radsachen, dass die, es wird gar nicht weiter über den Preis gesprochen, daher gehe ich natürlich davon aus, dass der Preis, der drin steht, okay ist. Und dann stehen die an der Tür oder im Keller und sagen, eigentlich 50 Euro, ich habe aber nur 20 mit. Du musst halt auch Sachen, ich muss gerade Sachen wieder zumachen. In Bereichen verkaufen, wo ich auch gar keine Ahnung habe. Ich habe zum Beispiel im Keller einfach noch so einen Satz Mini-Alufelgen gehabt. mit Reifen drauf, die ich nicht mehr gebraucht habe. Die sind nichts wert. Original Mini-Felgen. Ich habe die verkauft. Ich habe jetzt sogar einen halben Taler dafür gekriegt auch. Mehr, als ich erwartet hatte. Aber der Weg dahin war steinig. Und der sie jetzt gekauft hat, hatte auch, glaube ich, keine Ahnung. das war, da hatte ich übrigens ein Erlebnis mit Preis steht drin und ist eigentlich auch vereinbart. Und zwar, ich habe Winterräder verkauft, bisschen ältere schon, die waren aber noch gut vom Profil und auch noch haltbar, mit Alufelgen. Und stell die rein für mein Auto und stell die rein und ja, irgendwie alles klar, vereinbar noch einen Preis, der schon niedriger ist. Und dann kommt der Kollege da an, kommt in den Keller, ich schon halb dreckig von diesem Dreck, von diesem Winterreifen halt, am Raustragen, dachte, oh, aber holt er so Geld aus der Tasche raus und sehe schon, okay, das ist aber nicht irgendwie 150 Euro, sondern sehe ich irgendwie nur 100 Euro in der Hand. Da meinte er so, beste Taktik so halb im auch. Auto, die Reifen liegend, die Reifen schon so halb im Auto liegend. Ja, er weiß, er versucht, hier, da ein Mängel, und meinte, ich habe, geht auch 100, also so richtig,
Ja, und dachte ich, okay, gut, ey, ich will die Dinger endlich weghaben, aber ja. Ich höre ja noch so regelmäßig so einen Comedy-Podcast und da hatten die mal so eine Kategorie auch, wo die einfach auch mit ihren Hörern zusammen das gemacht haben, so die Taktik durchzuziehen mit I only got 50 bucks. Und dann, der hat die Challenge gewonnen, der das teuerste verhandelt hat mit 50 Euro. Nee, da würde ich direkt die Tür wieder zumachen. Ja. Aber apropos eBay Kleinanzeigen fickt mein Leben nur anders. Ich habe mir nämlich ja einen klassischen Lenker, also ein Lenker mit klassischer Rundung. Unten sagt man so. Biegung. Ja, klassische Biegung. Lenkerform. Einfach. Klassische Lenkerform habe ich mir bestellt. Und dann wollte ich den heute umbauen. Dann habe ich aber erstmal gesehen, was es für eine Scheiße ist mit diesen Kabeln. Die Elektrokabel durch den Lenker liegen. Da muss ich ja jetzt ein Loch einbohren. Ja, und das Geile ist, ich komme so vom Radfahren wieder morgens, weil ich bin jetzt gerade bei Andi in Köln. Komm hier rein in sein Arbeitszimmer, liegen die ganzen Kabel dadurch in der Gegend rum oder hängen vom Rad runter und sehe schon dem alten Lenker unten so zwei Bohrungen, die da eigentlich normalerweise nicht sind. Er hat sich rausgestellt, dass sein Lenker halt keine Bohrung hat, jetzt muss er da was reinbohren. Viel Spaß damit, Andi. Aber du hast ja schon Erfahrung, nachdem du gestern Abend schon die Luftmatratze gebohrt hast. Ist jetzt keine Luft mehr drin. Aber nee, das Löcherbohren und so ist ja kein Problem. Aber ich dachte jetzt einfach nur, ich baue den Lenker um, wickel Lenkerband, fertig. Also das ist jetzt wieder ein Riesenaufwand. Nee, ist halt Elektronik, ja. Aber du bist doch Mechatroniker. Ja, aber ich kann ja auch einfach warten, bis jetzt die Kabellose rauskommt. Kfz-Mechatroniker. Jetzt sehe ich auch immer den Sinn, ne? Kannst Warum du auch so gibt dein, es kabellose Schaltungen? Kannst du so dein Laptop anschließen an deine DI2 und so die Programme, so die Funktionen auf die Shifter programmieren? Hast du das schon mal gemacht? Was für Funktionen gibt es außer auf dem Unterschalten? Nee, da gibt es doch ganz viele Funktionen und Updates, aber es geht nur, wenn man quasi, du hast ja ein MacBook, auf sein MacBook Windows installiert, wo das System von Shimano mit und Windows funktioniert. Und was kann das dann noch außer Schalten? Da kannst du dann also oben auf den Shifter. Software-Update. Genau, kannst du schalten dann. Oben ja, auf den Shiftern schalten. Das ist geil. Das ist mega geil, im Wegetritt. In Aero-Position. Ja, oder in Aero-Position. Ja, richtig, da okay. Ich habe große Hände, da kann ich immer noch schalten. Ja, nee, aber man legt sich, ist egal, das macht keinen Sinn mit dir, weil du. Ich fahre eh mal den großen Gang. Und du fährst auch nicht Rad. Ja, also schon hier nochmal. Noch schneller als vorher, weil ich habe jetzt so einen richtig tiefen Drop, das ist schon, ich sitze jetzt besser auf dem Rad als Paul, hat er eben selber gesagt. Ja, und vor allem Andy so, es sieht jetzt schon tief aus. Passe ich da überhaupt drauf? Gut, wo wir gerade eben am Radfahren sind. Ah ja, genau. Ich wollte keine Überleitung machen. In dem Radsport-Podcast. In dem Radsport-Podcast. Aber hast du irgendwelche kuriosen Erfahrungen gemacht? Ich habe Umzugskartons gekauft. Und da hat sich dann heraus... Also ich habe natürlich nah bei mir gesucht, dass ich nicht so weit fahren muss für die Wohnung. Und Andi weiß wo, aber ich habe vorne am Ring bei mir an der Ecke so einen Typen gefunden und der Anbieter, also für gebrauchte Umzugskartons, 40 Stück oder was standen da drin, hat der. Der Anbieter hieß, also das Profil bei eBay Kleinanzeigen hieß Crazy. Schau mal. Schau mal, guter Name. So, ich fahre da so hin mit meiner Freundin im Schlepptau. Auch mit dem Auto, dass wir die halt einladen können und habe erstmal so ein bisschen falsch geparkt. Bin so um die Ecke gelaufen, habe gesucht, wo das ist und da ist halt so eine Garage an so einem Haus und die war so geöffnet und da steht ein Typ drin. Und ich erstmal zurückgelaufen um die Ecke zu meiner Freundin und so, ey, komm mal mit. Oder wir fahren da jetzt hin, aber Vorsicht, der Typ, das ist der krasseste Typ, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und die ist schon so, Namensprogramm. Eigentlich im Nachhinein hätte ich einfach nichts sagen sollen und so tun sollen, als wäre das völlig normal, aber ich steig so einfach um die Ecke vor diese Garage, der Typ steht da so an die Ecke gelehnt und der ist so, ich würde eigentlich fast sagen, der ist jünger als ich gewesen oder so ungefähr in meinem Alter. Frisur, schwarzes, längeres Haar, so hochgestylt, so wie so eine Elvis-Frisur, so ein bisschen. beiges, komplett beiges Outfit, Stoffhose, hautenger Rollkragenpulli in beige, Schuhe mit Strass drauf, Gürtel mit so Gold und so weiter, so Ringe und eine Sonnenbrille, die so lila getönt, abnehmend lila getönt ist. Und so einen richtig harten schwarzen Schnörres.
Also entweder Karneval oder Milieu. Und der Typ so oder beides. Richtig hart kölschen Slang. Aber so richtig in Ordnung auch der Typ. Hat halt so diese Kartons rausgesucht, dahingestellt. Und ich so 20 wollte ich, ne? Und er so, ja, ey, ich hab versucht, die zu zählen. Ach, so voll schwer, die zu zählen. Hier so 1, 2, 3, ah, boah. So blöd zusammengeklebt. Das sind 19 sind das mindestens. Sau geil, der Typ. Wir haben den erstmal beide abonniert auf eBay Kleinanzeigen. Gucken jetzt immer, was der für Anzeigen rausbringt. Und ah, genau, so sein Lenkrad war auch noch mit Strass im Auto in der Garage. Das ist ein BM. Ja, für Grip, ne? Mehr Grip. Ist er bekannt. Mit Strass ist er einfach mehr Grip. Wir sind jetzt so ein bisschen süchtig nach Crazy-Angeboten und wollen den wiedersehen auch. Ja, sehr geil. Hört sich auf jeden Fall gut an. Aber es erinnert mich auch daran, dass ich vielleicht mal meine Umzugskartons auch bei eBay reinstellen könnte. Da habe ich nämlich auch ein paar übrig. Ja, gut, zurück zu Radsport, oder? Genau. Ja, und zwar werde ich Anfang April von Berlin zum südlichsten Punkt in Deutschland fahren mit meinem Gravelrad und seit 2 Tagen geklärt mit meinem kleinen Bruder. Das finde ich geil. Pepe zusammen. Und als dann hier in unserer Trello-Karte die deutschen Mortens stand, fand ich es noch geiler. Ja, genau. Ich werde uns beiden auch noch so Flanellhemden besorgen und dann geht's los. Wir werden das aber auch filmisch festhalten. Wir werden das mit Cardia wird uns begleiten, den wir ja alle kennen. Und genau, daraus was ein bisschen was machen. Aber noch viel geiler ist, dass unsere ZuhörerInnen bei Komoot, ihr müsst mich bei Komoot mal suchen, unter Paul Voss, mit Doppel-S geschrieben und nicht mit scharfem S. Unter Crazy Paul. Unter Crazy Paul. genau, also wenn ihr zu Komoot geht und dann mich sucht, dann findet ihr da eine Kollektion, die heißt Quer durch Deutschland. Und in der Kollektion ist quasi beschrieben, wie man meine Route durch Deutschland mitgestalten kann. Ihr hattet da die Wahl, quasi euch 2 Checkpoints auszusuchen, natürlich von Berlin Richtung Süden gerichtet. Und zwischen diesen beiden Checkpoints könnt ihr frei eine Strecke gestalten, die hochladen, um mich quasi als Teilnehmer der Strecke mit verlinken und dann die Teilstrecken, die ich dann letztendlich fahren werde am Ende und aussuche, die bekommen dann, ich glaube, ein Komoot Premium Abo für ein Jahr, genau, und so ein Goodie Bag von Komoot. Also gibt es sogar was zu gewinnen. Von daher würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut, weil ich natürlich zu faul bin, selbst eine Strecke zu planen. Soundtrack für den Film dann bitte so von Tame Impala oder hat sich ihr Namen dazu ausgedacht? Für was? Wer durch Deutschland? Ich selber. Das hört man, oder? Merkt man. Ja, weiß jetzt. Ja. Nee, aber es gibt auch World Tour Rennen, die so heißen oder so. Also quer durch Flandern gibt es ja auch. Ja, genau. Ich hätte auch einfach sagen Deutschland Tour. Das ist ja nicht, ja keine Tour. Genau, oder Tour ist eine Tour. Die Tour de France ist ja auch nicht im Kreis. Also geht ja auch. Also, doch, die ist meistens im Kreis. Ja. Oder ich hätte mich auch Race Across Germany nennen können. Und was machst du dann da am südlichsten Punkt Deutschland? Ich fahre da einfach nur hin. Ich hatte echt so, das ist so ein bisschen auf Vorbereitung auf diese ganzen Gravel-Rennen und ich hatte da echt Bock drauf. Ich hatte das letzte Jahr schon mal, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt habe, aber ich finde ja, Deutschland ist ja jetzt auch nicht so hässlich zum Teil. Wird vor allem auch immer schöner, desto südlicher man kommt zum Teil. Von daher hatte ich einfach mal Bock, da so durchzufahren und so. Vor allem jetzt dann auch den Gedanken, mein Bruder hatte ich jetzt zuerst gar nicht, aber der ist mir dann so im Girona, im Trainingslager, dachte ich so, okay, eigentlich wäre es ja ganz geil, das auch mit meinem kleinen Bruder zu machen, der ja letztes Jahr auch noch Radrennen gefahren ist. Wir wollten jetzt nicht die Morten-Brüder kopieren, aber tun wir natürlich jetzt auch mit zum Teil denselben Partnern. Aber gut, ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf. Ja, come on, dann noch kurz bevor wir zu unserem Gast fliegen und landen, nochmal zu einem der geilsten Rennen im Kalender, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat und was wir, ich vermute, alle geguckt haben. Strade Bianche. Wir können ja mal mit einem Frauenrennen anfangen. Ja, ich hab die komplette Übertragung zumindest, sobald es losging, geguckt. Ich habe wie immer auf Tits Cycling angefangen und dann muss man irgendwann auf Eurosport wechseln. Aber ich habe es eben schon gesagt, ich habe irgendwie so eher auf die Leute geachtet, die ich da vielleicht kenne. So Tanja ist mitgefahren und
Lisa Brennauer, unsere noch vor kurzem Besenwagen-Mitfahrerin hier. Und die hat man nicht so richtig in Action gesehen. Und dann mal habe ich so ein bisschen wieder outgezoomt, weil ich im Umzugsunternehmen schon beschäftigt war wieder. Und habe dann so diesen Sieg von Chantal Blaak ja gesehen, aber fand ich dann nicht mehr so mitreißend in dem Moment. Also mich hat das Rennen jetzt, also beide Rennen irgendwie gar nicht so gecatcht. Ich konnte kein Event draus machen. Ich bin nicht so richtig reingekommen in diese Rennatmosphäre, weißt du? Also wenn du so Sachen nebenbei machst zum Beispiel, so wie du jetzt den Umzug, ja, dann reißt natürlich einen so ein Rennen nicht mit, als wenn man so voll konzentriert da zuschaut, ne? Und so. Ja, ich hatte das ja auch. Oder man trifft sich ja auch nicht mit, also so ein Rennen guckt man sich auch gerne mal in der Gruppe an oder so. Ging ja jetzt auch nicht. Also ich habe es tatsächlich in der Gruppe geguckt, weil wir ein Teamtreffen hatten. Ja, Chantal Vandenbroek Blaak hat gewonnen. Und vor Elisa Longo-Borghini, die das garantiert richtig hart versucht hatte zu gewinnen als Einheimische und ich glaube in letzter Zeit schon mit steigender Form war. Aber dieses Bölls Nachfolgeteam, SD Works oder wie man das jetzt eben ausspricht, halt auch richtig brutal alles kontrolliert mit drei Fahrerinnen unter den ersten sechs. Und ja, auch eine Marianne Voss, die ich da jetzt eigentlich vorne erwartet hätte. Nur siebte. Nur. Ja, gut. Ich klar. Schlecht. Aber eigentlich, so wie das Rennen gelaufen ist, hätte ja auch jede gewinnen können. Ne? Also da waren so viele Attacken, so in der letzten Rennstunde und ist immer wieder zusammengelaufen. Und am Ende waren auch alle Favoriten letztendlich in einer Gruppe. Und auch erst nach den ganzen Schotterwegen. Schotterwegen, die fahren. Gravel. Ist doch kein Gravel-Rennen, oder? Sektoren. Ja, auf jeden Fall sind die dann auch ja erst ganz am Schluss weggekommen. Ne? Also, oder die Siegerin ist dann alleine weggefahren. Und vorher wurden eigentlich keine Ausreißerinnen so weit weggelassen, dass ich das hätte schon vorher entscheiden können. Also es war eigentlich super spannend bis zum Schluss. Ja, ich fand ganz geil, dass sich hier Katarzyna Niewiado mal vorher aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, ich will dieses Jahr auf jeden Fall gewinnen. Das finde ich immer ganz cool, solche Ansagen. Hat nicht geklappt leider für Canyon SRAM. Und ich finde es tatsächlich ganz cool, dass dann Annemiek van Vleuten dieses Jahr nicht so einen ewig langen Solo-Ritt macht, wo du schon 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorm Rennende weißt, wer gewinnt. Ja, und Männerrennen auch eigentlich. Okay, wir werden gleich nochmal so ein bisschen auf die Entstehung eingehen, aber ich fand, also drei Leute in die Schlusssteigung reinfahren, finde ich optimales Szenario eigentlich für so ein Rennen. Mega spannend. Ja, an sich auch, bis halt dann irgendwann die Rakete gezündet wurde und auf einmal der Berg nur noch halb so lang war, wie sonst die letzten Jahre. Wovon man ja auch vorher schon ausgehen konnte, aber. Ja, nee, also ich war, also ein bisschen überrascht war ich schon. Ich meine, gut, jetzt greifen wir irgendwie da vor, aber es ist halt so mit diesem ganzen Hintergrund, was irgendwie da bei Mathieu van der Poel irgendwie für ein Stress war, auch mit dem Material im Vorfeld. Ich weiß nicht, was mitbekommen hat, ist bei Lizamin ist ihm ja sein Lenker gebrochen. Daraufhin hat Canyon, der Sponsor des Rennstalls Alpecin Phoenix, die Räder zurückgerufen oder die Lenker zumindest, aber dadurch, dass die Räder neuen Lenker haben und dadurch alles integriert ist, pipapo, auf jeden Fall mussten die Räder modifizieren und die alten Lenker verbauen. Und ja, aber das ist auch, du meintest, dass er dann trotzdem so du meintest, der wäre einen neuen Rahmen gefahren mit dem alten Lenker, aber der ist einen alten Rahmen gefahren. Nee, der ist den neuen Rahmen gefahren mit den alten Lenkern und die haben aber andere Gabeln eingebaut und Löcher in den Rahmen gebohrt. Und der Rahmen, ich weiß nicht, ich glaube, den Rahmen gibt es sogar so auch zu kaufen mit einem anderen Lenkermodell, hat mir Philipp ihn wieder gezeigt, der ist ja auch das Rennen auch gefahren für Alpecin Phoenix. Und auf jeden Fall fahren jetzt zum Beispiel Paris-Nice, fahren auch alle im Team den neuen Rahmen, aber mit einem anderen Lenker. Also müssen die eine Lösung gefunden haben. Ich glaube nicht, dass die jetzt 15 Rahmen, dass sie mit sich einer Bohrmaschine hingesetzt haben und Löcher reingebohrt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wird es wahrscheinlich Rahmen geben, die so ausgeliefert werden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er den neuen Rahmen gefahren. Aber nichtsdestotrotz, die Attacke fand ich schon krass. Also bis dahin, das Rennen war spannend.
aber ich bin auch nicht so richtig reingekommen, wie Andi vorhin meinte. Ich hatte auch was nebenbei zu tun. Aber er hatte die Attacke da hoch. Leco mio, ey. Das, also, ich kenne es aus den Vorjahren. Die fahren da rein und es dauert halt ewig, bis die da oben sind. Und die fahren rein und der tritt an. Auf einmal ist der da oben in der Kurve. Und ich dachte, oh, wo kam. Die haben die Hälfte vom Berg weg. Vielleicht haben die auch irgendwas nicht mitgefilmt oder so. Geschnitten. Ja, das war so krass. Auf einmal war der da. Und ja, das war krass. Und ich finde es halt geil, ne? Es ist halt so irgendwie eine neue Generation an Rennfahrern, die da irgendwie kommen. So auch Pidcock wird ja Sechster, glaube ich. Mhm. Also ich hatte ja irgendwann im Frühjahr schon angesagt, dass wir bei Flandern-Rundfahrten einen Kampf sehen zwischen Pidcock, Wout van Aert, Mathieu und dann wahrscheinlich auch Alaphilippe. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir die vier da vorne um den Sieg fahren sehen. Und ich glaube, es wird ziemlich geil. Ja, du hattest Werte von ihm auch zur Hand. Können wir die hier erzählen? Ja, die Werte sind offen. Das Team hat, oder Mathieu hat seine Renndaten hochgeladen auf Strava. Das heißt, sie sind für alle öffentlich zugänglich. Und wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, Andi und ich, die waren jetzt. Also er, eigentlich ist es gut, das bringt das Ganze ein bisschen in den Kontext. Er ist nicht übermenschlich, was er abgeliefert hat, aber natürlich in dem Zusammenhang, wie hart das Rennfeuer war, ist es halt ziemlich gut. Und dann, wenn man halt auch sieht, wie Alaphilippe da quasi stillsteht, was er natürlich nicht tut, weil er auch noch sehr schnell hochfährt. Aber ja, der war schon sportlich ein bisschen 1300 noch was Watt in der Spitze. Ich glaube, 20 Sekunden, was war das, was ich bei uns reingeschrieben hat? Ich glaube, den Wert hat man online nicht sehen können. Auch irgendwie eine ziemlich hohe Wattzahl. Aber auf jeden Fall offensichtlich der stärkste Fahrer an dem Tag. Guck nochmal, ob ich das hier nochmal finde. Haben wir eigentlich auch alle gesagt. Aber das ist halt, dass du dir jetzt die Werte interpretieren kannst und siehst dann eben, ist jetzt nicht so vom anderen Stern. Genau. Aber das können halt viele Leute nicht und deswegen ist eigentlich immer schade, dass nicht mehr Daten geteilt werden von so Fahrern. Also jetzt nicht nur von Mathieu, sondern vielleicht auch von allen anderen Top-Fahrern, dass sie nicht alle irgendwo ihre Daten einsehen lassen. Weil dann könnte man eben sehen, dass das gar nicht so weit weg ist von den anderen, nur dass er halt eben vielleicht an dem Tag, zu dem Zeitpunkt im Rennen einfach nur der Stärkste war. Oder halt auch nicht so übermenschlich ist, wie er jetzt erscheint. Was ja auch wiederum viele Zweifel auf den Plan ruft. 12. Also das war jetzt nicht nur so, wow, das ist wirklich imposant, was du ablieferst, sondern da waren natürlich direkt wieder auch viele Leute, die gesagt haben, das ist unmenschlich. Oder wenn du jetzt jemand einfach nur den Wert hört, 1300 Watt und denkt sich so, oh, ich schaff's selber, aber nur 700, das ist ja brutal. Und dann gibt's aber auch mit Sicherheit irgendwo auf der Welt Leute, die schaffen das auch oder vielleicht sogar noch mehr und fahren jetzt vielleicht nicht bei dem Rennen mit. Ja, also, genau, aber es halt hier auch, spielt immer Gewicht eine Rolle und so, deswegen ist es halt schwer, so out of context diese Zahlen irgendwie reinzuwerfen. Ich bin jetzt ja auch eigentlich kein Fan davon, Zahlen beim Live-Rennen direkt zu zeigen, weil das ist halt, Leute vergleichen sich dann damit, was aber einfach keinen Sinn macht, weil du kannst nicht einen 65-Kilo-Fahrer, der gerade 350 Watt am Berg fährt, und wenn du dann aber 90 Kilo wiegst, sind 350 Watt halt relativ wenig, also es ist immer noch viel, aber im Verhältnis einfach eine ganz andere Zahl. Und deswegen finde ich halt so, das so einfach in den Raum zu werfen, immer schwierig. Aber hier ist natürlich gut, man weiß ungefähr, was Mathieu wiegt. Und im Nachhinein finde ich das auch gut. Und würde mir auch wünschen, dass das öfters getan wird. Aber Alpecin Phoenix ist da eh allgemein schon sehr offen. Wo der Head Coach oder Head of Performance, Christoph Kegel heißt, glaube ich, D. Kegel, legt schon sehr oft Daten auch offen. Und ich finde das eigentlich auch ziemlich gut, weil das natürlich auch zeigt, was die Fahrer leisten. Und natürlich ist es auch Werbung, ne? Wenn die Fahrer gut fahren, fällt einem das auch einfacher, das so zu machen. 12 Sekunden, 1200 Watt hast du geschrieben, übrigens war der andere Wert. Genau, das ist die Information, die ich bekommen habe. Ich habe mir jetzt die Strava-Daten echt nicht angeschaut. Ja, natürlich sah auf jeden Fall schon abnormal souverän aus. So an dem vorletzten Berg, wo er da seine Attacke fährt und die Gruppe auf 3 verkleinert, schon mal so einen Vorgeschmack da drauf und dann wusstest du eigentlich schon, ja gut, wenn er das nochmal bringen kann, was er auch nochmal bringen konnte. Mir hat es auch mehr Spaß gemacht, ihm jetzt zuzuschauen, weil er das Rennen mal richtig ernst genommen hat. Ja. Also er ist nicht so wie sonst immer so kraftverschwenderisch gefahren, sondern wir wussten jetzt. Für einen Mathieu van der Poel echt unsichtbar, also aber so unsichtbar, wie er eben sein kann.
Vielleicht hat er das auch deswegen gemacht, wo ihm die UAE-Tour gefehlt hat. Also er hat da noch eine Etappe gefahren, die er auch gewonnen hat, aber diese Belastung. Und ich glaube, für den ist ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass das irgendwann, hat Philipp mir mal erzählt, dass der Trainer nach dem Rennen halt ihm auch gesagt hat, ey, also entweder fährst du jetzt schneller oder langsamer, aber in den Bereichen, die du die ganze Zeit rumfährst, das bringt nichts. Beim Rennen, weil er halt so ein hohes Niveau hat. Ja, ja, ich habe ein geiles Meme gesehen die Woche auf Twitter, wo hier mit diesem, kennt ihr das, mit dem Hund, der so klein da sitzt und der andere Hund, der so stark, also keine Ahnung, ja. Grand Tour Contenders then and now, Grand Tour Contenders then, so ich will meine Form nicht zu früh zeigen, ich will nicht so viel Rennen fahren, lieber ein paar einwöchige Rundfahrten vielleicht und da noch nicht alles zeigen und dann Grand Tour Contenders now, ich battle jetzt um Sieg bei Strade Bianche im Frühjahr und bin schon bei den kleinen italienischen Rennen voll in Form und fahre vorne mit, weil ihr, ja gut, weiß jetzt jeder, Pogacar und Egan Bernal, der auf jeden Fall mein Hero vom Tag war, da jetzt so vorne mit reinhalten, finde ich mega geil. Und Laguelle ja auch schon. Zeigt auch mal, wie schwer das Rennen ist. Ne? Ja. Also ist jetzt eben kein, nicht zu vergleichen mit den Kopfstein-Klassiker-Rennen, weil da sind zwar dann auch mal der ein oder andere, der da vorne war, also Cancellara hat, glaube ich, dreimal gewonnen gerade. Dann glaube ich aber zweimal, wo das Rennen noch keinen World Tour-Status hatte. Aber ansonsten ist es eigentlich zu schwer für die Spezialisten der Kopfsteinpflasterrennen, außer eben den leichteren. Außer du heißt Wout van Aert oder Mathieu van der Poel. Ja. Dann ist es egal. Ja, das sollte ja eigentlich das Ziel sein, ne, für Van der Poel, oder? Also Flandern und Roubaix dieses Jahr. Darauf sollte doch die Form ausgerichtet sein, nehme ich mal an. Na gut, Flandern hat er ja schon gewonnen. Und ja, klar, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die Klassiker werden geil und ich finde es auch cool, dass jetzt, also eigentlich sehen wir jetzt ja gerade im Männerradsport das, was beim Frauen ja schon viel länger der Fall ist, ne? Dass du als Rundfahrerin, ja, also du kannst eine Rundfahrt gewinnen, kannst aber gleichzeitig bei den Klassikern vorne mitfahren, also sowohl Kopfsteinpflaster als auch Schweren, ja. Passiert jetzt bei den Männern auch, das ist halt so aller Verlieb. Bei der Tour kam, was wird der vierte, fünfte oder sowas in einem Jahr? Und jetzt fährt er bei Flandern, wenn er ja nicht gestürzt wäre, also was heißt gestürzt, nicht in das Moped reingefahren wäre, wäre er um Sieg mitgefahren bei der Flandern-Rundfahrt, ja. Und ich finde das schon geil, oder so ein Bernal, ne, gibt sich da halt auch und ich finde das cool und es macht den Radsport, wie ich finde, auf jeden Fall auch nochmal wieder ein Stück attraktiver, weil diese Zuordnung von diesen Klassen so ein bisschen durchmischt wird. Natürlich von krassen Talenten, aber ja, wie das Meme halt schon gemacht hat, ne? Die geben sie es halt jetzt auch bei diesen Radrennen, die früher so eher unbedeutend waren für die. Bei den Ardennen-Klassikern schon immer gute Rundfahrer auch vorne mitfahren. Ja, klar, aber jetzt, dass jetzt auch die ganzen belgischen Klassiker, also auch Kopfsteinpflaster-Klassiker, eher mal in Angriff genommen werden. Sicherlich auch zur Vorbereitung. Von zwei eigentlich. Also Nibali hat es mal versucht. Mhm. Weil Werde, glaube ich, ist noch nicht Flandern gefahren. Nee, wie heißt der von DSM? Jetzt gewechselt ist. Bade, da wolltest du auch hingehen. Ich weiß nicht, ob das gemacht. Der fährt ja nicht Flandern mit, um da zu gewinnen. Nein, aber die fangen an, die Rennen zu fahren. So, und so ein Bade traue ich schon zu, dass er bei Flandern gut fährt, zum Beispiel, wenn er richtig vorbereitet. Der war bei Strade Bianche, ist der auch schon gut gefahren. Also ich. Strade Bianche und Flandern Rundfahrt sind immer noch zwei ganz unterschiedliche Rennen. Ja, ich weiß das. Das glaube ich nicht. Wir werden sehen. Let's see. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Moin Clark. Auch mal wieder an Bord? Wenn du Clark noch nicht kennst, er kümmert sich um deine Buchhaltung. Wenn du es dir in der Lockdown-Zeit vorgenommen, aber aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft hast, mal richtig auszumisten, greift Clark dir unter die Arme. Nicht beim Schrank mit den alten Radklamotten, aber beim Versicherungsordner, dessen Existenz du gekonnt leugnest. Mir geht's zumindest so. Hast du auch eigentlich keinen Plan, was da genau drin steht, wie viel du insgesamt bezahlst, aber bist dir ziemlich sicher, dass es eigentlich schlauer geht? Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach, denn du kannst das ganze Chaos endlich auf dem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und jetzt wird's übersichtlich.
Clark gibt dir nämlich digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du da Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du jetzt Interesse bekommen hast, gibt es von uns nochmal ein Goodie obendrauf. Denn mit dem Code Besenwagen kannst du dich in der App oder auf der Website clark.de oder at registrieren, mindestens 2 Versicherungen eintragen und Clark spendiert einen 30€ Amazon-Gutschein. Einfach nur zum Schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Und in den Shownotes gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Fahrwerk ist ausgefahren. Wie heißt das? Bremsklappen arbeiten. Wir sind aufgesetzt in Kapstadt. Wobei ich mich, glaube ich, gleich berichtigen muss, ob wir nicht doch umgedreht sind auf dem Flug. Ich habe es nicht mehr so richtig verstanden. Wien-Schwechat. Wien-Schwechat, wunderbar. Da war ich auch schon mal, da war ich tatsächlich schon mal am Flughafen. Wir begrüßen auf jeden Fall hier René Haselbacher, schon lange auf meiner geplanten Gästeliste gestanden und jetzt endlich vor ein paar Wochen aktiviert. Hallo René. Servus. Hi. Schönen guten Tag. Ja, und warum wir diese Kapstadt-Wien-Linie fliegen wollten, ist, weil man bei dir nicht so genau weiß, wo du gerade bist, wenn man dich nicht direkt jeden Tag in Kontakt hat. Du kannst uns das auf jeden Fall mal erklären, wie man das als Lebenskonzept umsetzt, dachte ich mir, weil da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, auf diese 2 Stationen. Also erst einmal hallo. Diese Frage habe ich schon öfters gehört. Wo lebst du, in Kapstadt oder in Wien? Ja, wo lebe ich? Also eigentlich in Wien. Das erste Mal war ich in Südafrika vor 20 Jahren. Trainingslager, Gerolsteiner. Privattrainingslager. Und dann wusste ich eigentlich, okay, gut ist, ich muss irgendeine Frau finden, dass ich einen Grund habe, dass ich nach Südafrika fliege. Ja. Diese Frau habe ich jetzt mit nach Wien genommen, zu sein. Und ja, wir leben eigentlich in Wien. Und ich schaue, dass ich halt 2, 3, 4 Mal im Jahr nach Südafrika komme. Wie lange hast du gebraucht? Also splittest du es nicht mehr auf? Boah, ich dachte, früher bist du mal ein halbes Jahr in Wien gewesen, ein halbes Jahr in Südafrika. Das war ganz früher mal, genau, ja. Also das war noch so circa vor 10 Jahren, genau nach meinem Karriereende, waren wir auch quasi 3 Jahre lang in Südafrika, in Kapstadt. Aber ja, beruflich dann wieder nach Wien gezogen. Und jetzt Pendler. Auch nicht so schlecht. Ja, da kommen wir gleich drauf zurück. Wie viele Jahre hast du gebraucht, um die Frau zu finden? Oder ging es schnell? Naja, off record, ich habe mir schon Zeit gelassen. Ja. Aber schlussendlich habe ich wirklich die perfekte gefunden. Top. Sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, das Stichwort, jeder Hörer wird dich nicht kennen. Ich denke, die Mehrzahl wird dich kennen vom Namen. Stichwort Gerolsteiner hast du selber schon genannt. So hat man dich auf jeden Fall in Erinnerung, habe ich dich in Erinnerung. Ich musste selber beim Recherchieren nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, wieso wollte ich eigentlich René Haselbacher unbedingt mal hier im Besenwagen haben? Weil das war schon so. Das ist auch meine Frage. Ja, das war schon so ein Wunsch von mir und so. Dann so die Ergebnisse, du bist ja jetzt nicht schlecht gewesen, aber es ist jetzt ja nicht, weil du irgendwie Mailand Sanremo gewonnen hättest oder so. Ja. Aber es war irgendwie von früher immer schon mal erstens mal doch immer mal so Top 10 in großen Rennen oder Etappenrennen. Und B, immer schon irgendwie ein witziger Typ, so guter, guter Charakter, guter Style auch irgendwo. Und, ja, jetzt muss ich mir erklären, warum dass ich bei Gerolsteiner gefahren bin. Ja, irgendwie ist man das. Nee, warte mal, bevor du dich erklärst, kann ich ja mal kurz sagen, wie ich dich kennengelernt habe. Dich und Paco Frohlich eigentlich fast gleichzeitig. Ich bin irgendeine Rundfahrt für den BDR gefahren. Also Nationalmannschaft U23, ich weiß gar nicht mehr, ob das Hessen-Rundfahrt war oder Dreiländer-Rundfahrt damals. Und ich weiß nur, wie du und Paco immer hinten letzte Reihe vom Feld und immer dann wie diese alten Männer bei der Muppet-Show oben auf dem Balkon zusammengefahren seid und euch halt immer irgendwie tot, also irgendwie immer welche Witze gemacht habt über andere Fahrer oder einfach halt den ganzen Tag irgendwas gelabert. Keine Ahnung, ich war meistens zu grau, um zuzuhören.
und habe es auch nicht verstanden, weil es ja österreichisch war. Aber so habe ich euch in Erinnerung behalten. Da war ich ja irgendwann auch mit Paco Teamkollege bei Milram und es hat sich auf jeden Fall dann auch bestätigt. Aber jetzt kannst du dich gerne erklären. Gut, ich erkläre mich jetzt einmal ganz kurz. Wie ist das Ganze mit Gerolsteiner entstanden? Ich glaube, 97 war die Weltmeisterschaft, U23-Weltmeisterschaft in San Sebastian. Da war ich Vierter. Hab dann 98 noch keinen Profivertrag bekommen, weil auch noch dazu musst du noch selber schauen und gucken und checken, dass du irgendwo einen Vertrag bekommst. Und 98 war die Weltmeisterschaft dann in Falkenburg, U23. Bei uns hat gewonnen Ivan Basso, zweiter Di Luca, dritter weiß ich nicht mehr, sechster bin ich geworden. Also zweimal hintereinander Top 6. Naja, und dann ist quasi die Suche, hat dann begonnen. Aber im Endeffekt, weil du schon über Paco Wrohlich gesprochen hast, der hat mich angerufen, da war ich noch in Falkenburg, und der hat gesagt, ruf diesen Hans-Michael Holzer an. Da gibt's ein neues Team. Da fahrt ein Rich und ein Peschel. Okay. Den habe ich angerufen. Ja, ich bin da gerade in Falkenburg. Ich sage, ja, ich bin auch zufällig in Falkenburg. Okay, lass uns treffen. Also wirklich eine halbe Stunde später, eine Stunde später, haben wir uns getroffen und hat dann gesagt, okay, cool, du bist interessant. Nächste Woche können wir uns in Herrenberg treffen. Ja, dann bin ich mit dem Paco Wrohlich nach Herrenberg geflogen, habe meinen ersten Profivertrag unterschrieben, 1999, also 98, aber halt für 99. Und wie ich unterschrieben habe, kriege ich einen Anruf, dass ich bei TVM fahren kann. In Belgien. Ja, denk mal, das ist halt keine schlechte Nummer. Dann bin ich zum Hans gegangen, zum Herrn Holzer, habe gesagt, ich habe gerade vor 10 Minuten unterschrieben, ich könnte aber auch in Belgien fahren, TVM. Habe gesagt, guck zu mal, kein Problem, musst du jetzt entscheiden. Vertrag haben, kannst zerreißen, kannst dorthin. Ich habe gesagt, ganz kurz, ich muss mich ganz kurz finden. Und dann haben wir gedacht, naja, den anderen Vertrag habe ich wirklich nicht in der Hand, es war nur ein Anruf. Ich habe gesagt, okay, passt, machen wir Gerolsteiner. War auch eine gute Entscheidung. Ja. Gut, man muss halt sagen, zu der Zeit war TVM halt eins der besten Teams, oder? Ja. Definitiv. Also in Belgien hat es nur gegeben Mapei, halb italienisch, belgisch und dann TVM mit Peter von Belgen. Also das war ein riesengroßes Team. Ist ja egal. Ich bin bei Gerolsteiner gelandet von 99 bis 2006. Und genau. Warst also somit quasi Gründungsmitglied, oder? Ja, also ich denke schon, dass wir mitunter, jetzt muss ich wieder sagen, die Österreicher, Gründungsmitglied, ein Paco Wrohlich, ein Mühlbacher, nicht Mühlberger, meiner Wenigkeit. Und 99 beim ersten Rennen Tour de Langkawi. Trambusch gibt es auch noch. Tour de Langkawi. Ja. Sind wir nach Malaysia geflogen. Wir natürlich ins Hotel eingecheckt, unten in der Garage. Da waren, glaube ich, alle Teams. Dann hast du die Mapei Colnago-Räder gesehen. Da sag ich, Wahnsinn. Boah, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du wirklich in der obersten Liga. Siehst einen Andrea Taffi, denkst da, boah, Wahnsinn, der Typ ist so geil. Naja, und dann beim ersten Rennen war ich gleich Dritter. Im Sprint. Super. Ich fahre über die Ziellinie, Paco Wrohlich kommt zu mir, hat mir herrlich den Sprint angezogen, fängt an, der Hasi, geil, super. Und fahr bei Hans-Michael Holzer vorbei und der sagt, na scheiße,
denke mir, okay, jetzt haben wir in einer anderen Liga, weil da wird da im Profizirkus, da freut sich keiner mehr, dass du am Podium bist. Da geht es nur ums Gewinnen. Also das habe ich dann relativ flott dann bemerkt, dass das Gewinnen zählt. Krasse Nummer auf jeden Fall. Ich bin in der Recherche und weil du, Paul, auch schon gesagt hast, die zwei sind hinten im Feld gefahren und haben sich über andere Fahrer lustig gemacht und so weiter. Ja, lustig gemacht vielleicht nicht immer. Schon, ja, oh ja, na, ehrlich sein, natürlich. Nee, was du jetzt auch schon so für Leute erwähnt hast und so. Ich weiß ja, zumindest von unserem Telefonat von vor 2 Wochen oder so, dass du kein Besenwagenhörer bist grundsätzlich, aber dass die Leute in deiner Firma Besenwagen hören. Und bei uns gibt es aber so normal am Ende der Folge die Kategorie Fahrer-Bingo. Und als ich so deine Teams, beziehungsweise so Gerold Steiner von 99 bis 2006 durchgegangen bin, dann bist du nochmal zu Astana gegangen und deine Teamkollegen durchgegangen bin, das war einfach, ich war so in alten Zeiten und dachte mir so, krasse Leute auf jeden Fall. Und dachte ich mir so, wir können eigentlich die ganze Folge Fahrer-Bingo machen. Ja, also wenn ihr aufzählen müsste, wer mit mir gefahren ist oder ich quasi mit den anderen gefahren bin, ist, glaube ich, schon eine lange Liste, ja. Definitiv. Aber und auch eine Zeit, die wir die hier... Zeit vergeht so schnell. Ja, die Zeit vergeht so schnell. Nur, aber nur für einen nicht, von deinen Teamkollegen. Ja, genau. Der fährt immer noch. Ja. Weißt du, wen ich meine? Ja, Davide Rebellin? Ja, Davide. Ja, gut. Aber ich glaube, der wird... Ich habe vorhin, Andi und ich sind gerade was Essen holen gegangen. Da habe ich schon gesagt, ich glaube, Davide Rebellin überlebt auch noch die nächste Generation. Der wird noch Radfahren, wenn Evan der Pool aufhört. Nee, also erstens einmal über Davide, wenn ich nur ganz kurz über Davide reden möchte. Davide ist zu uns gekommen, boah, jetzt weiß ich es nicht ganz genau, 2002, 2003. Und Davide war in dieser Zeit ja, einer der beste Weltcup-Fahrer. War so. Und da denke ich mir, Alter, der gibt's ja nicht, der kommt noch zu Gerold Steiner, der braucht ja Hilfe, wir müssen ja beim Weltcuprennen ganz vorne dabei sein. Der hat mich schon sehr gepusht, muss ich sagen, dass ich dann noch ein bisschen härter trainiere, weil man muss sich ja das vorstellen, dass das Gerold Steiner Team ja klein angefangen hat. Was ist klein anfangen? Da kommen die ersten Hosen von Gonzo, wo Gerold Steiner auf der linken Seite verkehrt bedruckt ist und auf der anderen Seite passt. Ja. Wir haben kein Teamauto gehabt, noch beim ersten Rennen. Und beim ersten Rennen, Het Volk, hatten wir noch keine Kappen. Dann ist halt der belgische Masseur zu T-Mobile gegangen und wir alle haben T-Mobile-Kappen angehabt. Also so klein hat eigentlich Gerold Steiner angefangen. Ja. Du meinst Helme mit Kappen? Helme und also es hat 8 Grad gehabt, ja, und wir hatten keine Kappen, ja. Und dann sahen wir aber mit Gerold Steiner Mützen, ja. Und dann haben wir halt die Mobile-Mützen gehabt, ja. Also so klein haben wir begonnen. Bis zur Tour. Muss ich echt sagen, war schon ein Wahnsinn, ja. Also wenn man das alles sieht, und jetzt ein bisschen vergleicht, ich meine, die jetzige Zeit, die schaut natürlich auch sehr professionell aus. Ich glaube, dass in dieser heutigen Zeit junge Fahrer direkt zu einem richtig geilen Profiteam vielleicht kommen. Ja. Aber ich glaube, was wir erlebt haben mit Gerold Steiner, klein anfangen, im ersten Jahr Paris-Roubaix fährt und dann halt quasi 2 Jahre später den Giro und dann die Tour. Es war eigentlich schön, das ganze Team auch, ja, da hat jeder seinen Beitrag geleistet. Muss ich echt sagen. Ist auch noch mit relativ wenig Leuten gestartet, habe ich dann gesehen, ne? Und so dieses erste Jahr, man muss immer mal so ein bisschen für die Leute, die das nicht mehr so einschätzen können, nochmal so sagen, wer da so fährt, so ein Michael Rich, den kennt man noch, dann war da zum Beispiel Jörg Ludewig auch im Jahr 1 dabei. Den kennt der deutsche Eurosport-Zuschauer mindestens noch. Das war schon... zu dem kann ich auch noch was sagen. Zimmerkollege bei der Tour de l'Avenir 1999. Der Lude war einer, der
kurz vor mir aufgewacht ist, alles noch stockfinster, ja, und dann auf einmal hast du gehört, tschst, denk mal, was macht denn der Typ? Schön Schaum in die Hände, schön als erstes Mal die Frise gemacht, ja, und dann ins Badezimmer und dann Licht aufdrehen. Ja, geil. Ja, passt doch, oder? War der doch gute Zimmerkameraden? Nee, ist ja super. Deshalb sage ich ja, das Leben ist ja lässig, cool, super. Muss nicht alles ernst nehmen. Aber ich glaube, Basti, du hast ja vorhin mal erwähnt, bei der Vorbesprechung, dass du ja ein riesen Mario Cipollini-Fan bist und so, der für dich so eine Koryphäe in jeder Hinsicht war, oder? Definitiv, ja. Definitiv. Bist du sicher auch Rennen mit dem zusammengefahren, oder? Ja, natürlich Rennen gefahren. Giro d'Italia 2002, erster, ich dritter, zweimal, ja. Zweiter Petacchi, ja. Geile Zeit. Das ist für mich einfach ein Hero, definitiv. In meiner Jugendzeit war er der beste Sprinter und jetzt kommt die Bombe, er ist einfach der beste Sprinter gewesen. Ist so. Bester Style, da hat es keine Social Medias gegeben. Der Typ hat gesagt, der geht zur Tour de France, er möchte 3 Etappen gewinnen, gewinnt 4 Etappen. Wie er das ganze Team aufgebaut hat und was er geleistet hat für den Radsport, ja. Und Style, Wahnsinn, muss ich schon sagen. Aber siehst du jetzt heute ja keine Persönlichkeit mehr so in die Richtung? Also klar, nochmal Cipollini ist mir schon klar, gibt es nicht, aber jetzt irgendwie so ein Fahrer oder vielleicht auch eine Fahrerin, die das Potenzial hat, dahingehend irgendwas zu bewegen? Naja, natürlich ist ein Sagan, der dieses die Lücke da gestopft hat. Ja, das ist der halt quasi, natürlich, Sagan ist der Typ. Ja. Aber wie gesagt, wenn man diesen Hype, also sagen wir so, ich war live dabei als Nachwuchsfahrer Tour de France im Fernsehen auf Eurosport anschauen, Carsten Miegels, Mario Cipollini. Auf einmal durfte ich etliche Jahre, also würde wahrscheinlich 8 Jahre, ja sicher, bin ich gegen ihn gefahren. Ja. Der hat halt so viel bewegt mit einer Lässigkeit, ohne irgendwas zu posten, ohne irgendwas in die, ohne Social Medias. Der hat halt mit Leistung und mit Style hat der dermaßen gepunktet. Ich konnte das ja auch vergleichen, auch noch dazu mal, wie die Leute hysterisch gebrüllt haben, ne? Wie der auf einmal irgendwo bei irgendeinem Radrennen aufgetreten ist, wurscht durchs Hotel gegangen ist oder vom Start. Er war richtig geil. Ich kann das auch vergleichen mit Sagan, weil ich bin bei der Tour de Suisse auch, mache ich VIP-Betreuung und ich sehe auch diesen Hype bei Sagan. Ja. Also extrem, wenn man andere Fahrer vergleicht. Ja. Aber für mich persönlich gibt es nur einen Sprinter, der Mario. Wenn du jetzt damals ein Vertragsangebot von Saeco bekommen hättest, wärst du rübergegangen? Sofort. Könnte ich mir auch absolut top vorstellen. Sofort. Na, ich hätte mir sogar die Brille gleich gemacht. Guck mal. Geil. Das ist auch die Originale, ne? Sofort. Natürlich. Nein, nur Original. Ja, natürlich. Ja, ja, wir haben gerade ein Bild, Andi hat gerade ein Bild bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepostet, wo du mit Journalisten dastehst und auch in einem, ich weiß nicht, ob es eine Weste ist oder ob es ein abgeschnittenes Trikot ist, aber auf jeden Fall mit kurzen Ärmeln dastehst. Ja, das hatte ich bei dir auch öfters mal gesehen. Ja. Meine ganze Radsportkarriere war lässig, cool. Ja. Natürlich in der Zeit denkst du, ja, okay, ich könnte vielleicht noch mehr gewinnen.
hätte vielleicht auch mehr gewinnen können, aber jetzt schlussendlich weiß ich, in was für einer Liga das ich war, ja? Also für mich als Sprinter, ja? Ich war natürlich in der zweiten Liga, habe vielleicht in der ersten Liga einmal so angekratzt, passt, super, dass man einen Typen nicht ändern kann oder wie ich halt gerade bin, ja. Ja, ich weiß, dass ich in der Schule der Klassenclown war oder halt beim Abendessen oder beim Frühstück war ich präsent, aber das bin halt ich. Ja. Ja, aber bist du dann froh, dass du eher in der Generation groß geworden bist und eher du groß geworden bist, als jetzt in der jetzigen, die ja wesentlich ernsthafter und seriöser und auch kontrollierter ist? Ne? Ja, also ich denke schon, dass die Zeit. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt 43, ja. Jetzt kommt die Zeit, wo du sagst, im Endeffekt, früher war es besser. Ist so, Fakt, ja, merke ich. Und ja, es war früher besser. Also ich höre natürlich, wie es jetzt diese Fahrer kontrollieren möchten, mit was sie essen. Und wenn ich dann höre, die ganze Zeit mit Watt und noch einmal Watt und wie lange kannst du in der Zone fahren, Watt, und das ist für mich, boah, das taugt mir nicht. Wie habt ihr zum Beispiel damals noch euer Training gesteuert? Wenn du mich jetzt fragst, ich war nach Deutenberg bei Gerolsteiner der Zweite, der ein SRM gekauft hat, 1999. Also ich war schon der Typ, ja, den das interessiert hat. Ja. Und ein SRM-Gerät war ja auch noch dazu mal ja erstens einmal sündteuer und es hat nicht viele gegeben, die das Gerät wirklich benutzt haben. Aber vergleichsweise, was jetzt passiert, ja, dass Hobbyfahrer über Watt reden die ganze Zeit, das glaube ich, das geht in die falsche Richtung. Also man muss nur aufpassen, dass man nicht mit einem Amateur spricht und nur über Watt spricht. Ich glaube, früher hat man dann ein anderes Thema gehabt. Wie war denn Rennen, wie war denn Training, hat es da gefallen? Nein, jetzt spricht er, ich bin heute über 400 Watt gefahren und 350, 320, 82, 300. Also das taugt mir nicht so. Ich grätsch mal wieder so ein bisschen irgendwo chronologisch in die Karriere rein, wo ich mir dachte, geil, Saison 2003, nicht nur, dass jetzt Robert Förster dein Teamkollege auch wird, mit dem du dich garantiert auch gut verstanden hast, würde ich jetzt mal tippen. Ja, super, ja. Ja. Nee, du bist auch diese grandiose Tour de France, Ulle bei Bianchi gegen Armstrong mitgefahren, bist leider irgendwo in Pyrenäen, glaube ich, dann nicht mehr weitergekommen. Hast auch, glaube ich, relativ am Anfang mal einen richtig fiesen Sturz gehabt, ne? Genau, ja. Aber ich dachte mir nur so, eigentlich so in Rückblick schon eine geile Zeit und du bist da mitgefahren bei sowas, wo ich da vorm Fernseher hing und dachte, krass. Und Ulrich gewinnt. Aber das Gleiche habe ich mir auch gedacht, ja. Nur dazu mal. Du musst dir das vorstellen, dass ein Armstrong und ein Ulrich, ja, die waren halt Megastars auch vor meiner Zeit. Ja, da war ich gar nicht einmal Profi. Wurscht, was jetzt mit Armstrong passiert ist oder mit Ulrich passiert ist. Ja, ich spreche jetzt nur von der Zeit, wie das Ganze entstanden ist. Ja. Viele von unserer Generation können sich bedanken, dass es die beiden gegeben hat, ja, die jahrelang gefightet haben, die Tour zu gewinnen. Und definitiv super für Sponsoren. Das war auch der Grund, warum Gerolsteiner begonnen hat. Die haben gesehen, dass dieses Werbepotenzial bei T-Mobile, und die haben dann gesagt, okay, Gerolsteiner braucht jetzt auch eine große Mannschaft, ja.
Und ja, und auf einmal stehst du bei der Tour und denkst da, boah, jetzt bist dabei, jetzt bist mittendrin. Und dank Lance und dank Ulle, definitiv. Ich glaube, hier meine zwei Kollegen, die haben auch noch so einen, die haben noch so einen ganz anderen Blick auf die Nummer. Ihr seid ja dann irgendwie, wann seid ihr Profi geworden, Paul, wann du? 2009 bei Milram, ja. Also ich meine, ich habe die Tour auch intensiv verfolgt und für mich war das auch so, kann ich mal zurückblickend, war es eines der, ja, sicher aus deutscher Sicht spannendsten Rennen, ne? Also ich meine halt auch ich finde, danach kam irgendwann auch der Punkt, wo die Rennfahrertypen gewechselt haben, wo das dann nicht mehr so eine Maschinen waren, sondern eher, die wurden immer dünner und du hast gesehen, der Sport entwickelt sich in eine andere Richtung, zum Glück auch in eine andere Richtung. Aber das waren halt, auch gerade Ulle war ja einfach ein, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Prototyp von so einem Menschen irgendwie, ne? Also so menschgewordener Roboter. Maschine. Irgendwie so ein bisschen, ja, genau, Maschine. Wie er auf dem Rad saß und halt dann auch das Material, also der gefallen ist, die Geschichten, die man damals gehört hat über das Material. Das ist klar, ich hätte sich in der Zeit unbedingt Profi sein wollen. Aber klar, ich finde das schon mega faszinierend, diesen ganzen Zeitraum. Auch so mit Rebellin, was du vorhin gesagt hast. Als ich da mit Frösi Teamkollege war und wer immer davon geschwärmt hat, wie Rebellin durchs Feld gefahren ist und du musstest dir nie Sorgen machen, der ist schon irgendwann vorne. Und das ist halt so, keine Ahnung. Klar, ich bin mit den Leuten aufgewachsen. Ne? Das waren so meine Heroes, waren es nicht, aber so Leute, ja, die man angeschaut haben und gesagt, okay, da will ich auch mal hin. Ja klar, das prägt dann irgendwie. Von daher fand ich halt diese Tour auch gerade echt extrem geil. Und das Jahr im Allgemeinen war einfach ein faszinierendes Jahr. Und deinen Sturz habe ich auch noch im Kopf. Bei der Zielanfahrt. Bist ins Gitter gefahren, oder? Oder naja, gefahren bei worden? Bei dem ersten Sturz 2003 war das, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Ja. Das war ca. 300 Meter vor der Ziellinie. Bin ich dann ins Gitter geflogen. Ja? Und dann war natürlich zu dem ganzen Thema, ich war dann, glaube ich, das war ein Jahr später, da bin ich ins Gitter geflogen, deshalb, weil mich rechts wer abgedrängt hat. Ja? So, jetzt, wenn du auf Eurosport die ganzen Kameraeinstellungen von oben siehst, ja, schaut es aus, als ob ich mich nach rechts lehne, einen McEwen wegdrücke. Ja? Und das war ganz klar, Haselbacher drückt McEwen weg, selber schuld, dass er stürzt. Es war aber genau umgekehrt. Da rechts von mir war ein kleines Loch und da wollte der Robbie McEwen noch schön reinfahren und hat mich dosiert am Lenker rechts. Und natürlich habe ich mich dann nach rechts gelehnt. Und da war es dann vorbei und bin dann gestürzt. Ja. Aber ja. Das Bild habe ich auf jeden Fall noch vor Augen. Weil man kann eigentlich sagen, du hast fast keine Hose mehr an danach. Ne? Dann bin ich dort gelegen und bist du einmal, also ich war nicht komplett weg, gar nicht. Ich bin halt richtig gestürzt und auf einmal merkst du, boah, das war jetzt da wirklich knapp. Und auf einmal kommt ja gleich der Betreuer und dann ist dein Rad da, also es war bei mir im Endeffekt wenig, außer Rippen habe ich mal gebrochen und also es war nicht so schlimm, aber es, ja. Und dann schwinge ich mich auf mein Ersatzrad drauf und wie ich mich drauf schwinge, sagt mein Betreuer, hey, die ganze Hose ist hinten zerrissen. Jetzt musste der ein paar Meter mit dem Coca-Cola Handtuch mitlaufen, dass man meine Arschritze nicht sieht. Ja. Kann mich auch noch dran erinnern. Das ist echt im Gedächtnis geblieben, ne? Die Szene, wie du stürzt und dann, wie du mit der komplett aufgerissenen Hose ins Ziel fährst. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, aber man weiß es halt immer Wahnsinn, noch. Wahnsinn, ne? Krass. Ja. Ja, ist auch ein bisschen weird, wie du hier sitzt und jetzt optisch tatsächlich auch einfach noch Profi sein könntest. Wir reden über danke, so. Danke. Danke. Das wolltest du hören. Jetzt somit verabschiede ich mich. Super. Ja, ist das so, oder? Ganz ehrlich. Dankeschön.
Nee, aber das stimmt. Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal bei Rad am Ring gesehen. Du bist ja auch immer da bei Legends mit dabei und stellst die Klamotten da zur Verfügung. Und da saß, war ich auch beim ersten Mal, dachte ich, oh jo, also bist ganz schön, siehst noch ganz schön fit aus und auch jung. Aber habe ich natürlich jetzt auch festgestellt gerade, dass du noch gar nicht so alt bist. Ultra alt ist er noch nicht. Du hast auch richtig, genau, und du hast auch richtig jung aufgehört. Also so jung wie ja. Ich habe auch mit 32 aufgehört. Du auch, ja, ne? Genau, ja. Aber ich dachte auch, du hättest echt, dass du irgendwie bis Ende 30 gefahren bist, aber nee. Ja, als erster bin ich ja mal kein Davide Rebellin, ja. Dann bin ich auch kein Mark Cavendish. Ja. Das Ende ist dann eigentlich relativ flott gekommen. Mein Sohn ist auf die Welt gekommen und das war mein größter Sieg im Endeffekt. Und dann habe ich bemerkt, ich habe im Endeffekt nicht mehr den Biss, dass ich halt wirklich jeden Tag Vollgas trainiere und alles richtig mache. Ja. Wer bremst, verliert, ja, ist so. Ja. Und wenn du mal eine Family hast dann, und wenn du mal ein Kind hast, dann läuft das ein bisschen alles anders. Und wenn du das jetzt wirklich bei wurscht was für eine Sportart hernimmst und natürlich jetzt mehr beim Radsport, ist es so, wenn einmal Family dazukommt und Kinder, dann wird man langsamer. Ist so. Definitiv. Mhm. Aber ist ja nichts Schlechtes. Gar nichts. Ist so. Jetzt ja, die, man glaub, muss ja auch. Genau, vor 10 Jahren habe ich aufgehört. Vor 11 Jahren habe ich aufgehört. Mhm. Und ja, genau, das ist wie ein Wimpernschlag. Ne? Das war vorgestern, im Endeffekt, vorgestern. Ja? Und irgendwie, wenn du aufhörst, denkst du, ich war mein ganzes Leben lang, war ich Radfahrer, Profi-Radfahrer oder halt Athlet. Ja? Naja, jetzt nach den 10 Jahren kann ich sagen, naja, gut, jetzt das Verhältnis wird immer kleiner, ne? Das heißt, ich war Sportler, Athlet, ja, für 14 Jahre und ja, seit 10 Jahren hast deine eigene Firma oder bist halt im, sagen wir, jetzt verstehe ich das, wenn man sagt, im richtigen Leben. Mhm. Man ist jetzt im richtigen Leben. Ja. Ja, genau, bevor wir da mal gleich dazu kommen, wo ich es auch ziemlich interessant finde, ist, wie kam eigentlich damals der Wechsel von Gerolsteiner zu Astana? Und Astana war ja dann, ich glaube, als du gewechselt bist, war das auf einmal so ein Superteam, ne? Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch schon so war, aber das Jahr darauf dann. Mit Contador und so, ne? Ja, genau, das war ja ein krasses Team auf einmal. Naja, bei uns war es so natürlich, wir haben ja schon vorher gesprochen, dass ich im Endeffekt schon gleich am Anfang bei Gerolsteiner dabei war. 1999, wir haben das Team auch nicht gegründet, aber wir waren ein ganz großer Teil. Ja? Und das hat jahrelang super funktioniert auch. Das war echt ein geiles Team. Und das Team wird dann immer größer und dann wird es immer politischer. Ja? Und auf einmal merkst, wow, eigentlich hätte ich mir das verdient, aber nein, du wirst nicht mitgenommen. Bei der Tour de Suisse noch Zweiter in der Punktewertung, wo du dann nach der Etappe quasi deine Koffer packen tust, wo dann kurz nur gesprochen wird, Tour de France beginnt dann in 2 Wochen, wie machen wir das mit den Koffern und hin und her, schickt sie noch vielleicht einen Koffer vor, war das im Endeffekt ganz, also für mich war das klar, auch für meine Teamkollegen klar, ich fahre die Tour. Und dann einen Tag später wirst du angerufen von einem Christian Henn und sagst, ja, du fährst nicht die Tour. Und das war echt, muss ich echt sagen, das hat wehgetan, sehr wehgetan. Und warum bist du sie nicht gefahren? Weil ein anderer Deutscher hätte den Prolog gewinnen sollen. Hat aber dann nicht den Prolog gewonnen. Ja. Und ist okay, jetzt ist eigentlich eh schon gegessen, jetzt ist vorbei. Aber sowas hat mir wehgetan und deshalb, also von wirklich cool dabei sein, geile Jahre, Family, es war alles cool, wird es dann Ganze politisch, ist aber bei jedem Team so. Irgendwann kippt es. Ne? Da ist halt dann nur mehr der eine gegen den anderen und ich möchte zur Tour und alle möchten zur Tour und dann ist ein Kampf dabei
Und dann im Endeffekt habe ich Kontakt aufgenommen mit Toni Rominger. Der hatte an oder dazu mal alle Superstars und mich. Ja. Ich wusste natürlich, dass ich nicht in der Liga bin. Ja. Aber er hat gesagt, okay, passt. Ich mache das gern mit dir. Und eigentlich wollte ich Crédit Agricole fahren mit Huschow als Anfahrer. Das hat dann nicht geklappt. Aber Toni hat immer gesagt, na, Astana, das wird sicherlich werden, kein Problem. Okay, gut, ist super. Und Astana, da hat man schon gemunkelt, okay, das Team hat es schon gegeben, ja, für ein halbes Jahr. Aber nächstes Jahr richtig Megateam. Okay, super. Und ich habe noch keinen Vertrag gehabt, gar nichts, aber immer nur so eine mündliche Zusage. Und dann war ich bei der Vuelta, die Vuelta, wo Heinrich Hausler eine Etappe gewonnen hat. Ja, das war dann 2005. Heino war mein Zimmerkollege. Und wir fahren zum Prolog. Und Eurosport, logischerweise, Carsten Miegels, musst du anschauen, musst du anhören. Auf einmal so Carsten Miegels, ja, nächstes Jahr neues Astana-Team unterzeichnet hat. Andreas Klöden, Matthias Kessler, Rene Haselbacher. Ich denke mal, wow, der weiß aber wirklich viel, weil ich habe dann noch, ich hab keinen Vertrag gesehen. Dann habe ich sofort den Toni angerufen und gesagt, Toni, ich habe gerade gehört im Fernsehen, dass ich für Astana unterschrieben habe, aber da gibt es noch keinen Vertrag. Ja, du, das wird sicherlich kein Problem sein. Und am nächsten Tag habe ich im Endeffekt den Vertrag gehabt. Und dann muss ich echt sagen, das war auch noch dazu mal das Beste von, ja, also das Beste, wenn man Lenz weglässt, ja. Aber das war das größte Team, ja. Das war geil. Was hat man gedacht? Super, cool. Ja, also ich habe jetzt mal gerade die Liste hier auf. Das ist schon okay, kann man machen. Das ist ja das 2007er Team und das 2008er Team, wo du auch noch dabei bist. Das ist nochmal eine Nummer krasser auf jeden Fall. Ja. Dann Dann ist Chris Horner auch noch mitgefahren. Das dachte ich mir auch, krass, ja, stimmt, den gab es auch noch. Vinokurov, Leipheimer. Contador. Klöden. Leipheimer. Ja, gut, jetzt, ich meine, da kann man sicherlich auch bei einigen jetzt einfach mal einen Rotstift ansetzen, ja, und definitiv durchstreichen. Natürlich. Aber es ist halt, ich meine, jetzt unsere Generation, ne? Ich meine, Andi und ich, als wir Profi waren, das ist halt, wenn ich jetzt das 2008er Team anschaue, deshalb wahrscheinlich 80% der Fahrer waren halt damals einfach richtig, richtig krass gut. Wir sind jetzt irgendwie immer noch im Geschäft und sind auch sehr gute Domestiken. Also es war schon ein krasses Team. Klar gibt es diese Überteams jetzt auch noch, aber ja, vor allen Dingen halt mit Contador und dann Lance, ja, und Klöden damals ja auch noch und Leipheimer. Das ist schon eine... Nee, das ist echt eine andere Nummer. Das muss ich echt sagen, so das beflügelt, definitiv. Ja. Wenn du dann auf einmal bei Tirreno, Adriatico, okay, du bitte jetzt einmal nur aufpassen auf Vinokurov. Okay, gut, ist für mich Position fahren im Feld kein Problem. Und dann auf einmal merkst du, der Typ fährt wirklich hinter dir am Hinterrad. Und wenn mir gesagt wird, er muss genau bei der Senke, wo es bergauf geht, muss er Platz 5 fahren. Dort musst du ihm abliefern. Das habe ich gemacht und der Typ war auch hinter mir. Das macht halt Spaß, muss ich echt sagen. Wurscht jetzt alles, was passiert ist, ja, aber in der Zeit, ja, waren das schon coole Größen. Ja. Und dass du dann halt quasi in der Champions League mitfahren kannst, ja, ich glaube, im Nachhinein weiß ich das eher mehr. Also jetzt weiß ich im Endeffekt, dass ich bei so einem großen Team gefahren bin. Ja? Hm. In der Zeit, vor 11 Jahren, du wächst ja rein in die ganze Situation. Ne? Ist denn auch, das will ich die ganze Zeit schon fragen, so, das weiß ich ja eigentlich so 2008, dann hörst du auf. Hast du auch so ein bisschen damals aufgehört, weil es einfach so,
im deutschsprachigen Raum dann langsam irgendwie ungemütlich wurde für Radsportler. Also ich... Nein, überhaupt nicht. Das war noch überhaupt nicht. Bei mir war es, dass also eigentlich hatte ich eine Zusage für Milram. Mhm. Und der war perfekt, okay. Da gibt es einen neuen Namen, Cheerleg, für den einen Sprint anfahren. Herrlich, super, passt. Ja. Und ich weiß, dass ich auch bei Gero Steiner am Schluss, mit dem ich sehr gut befreundet war, mit Christian Henn, der hat im Endeffekt kein gutes Wort mehr für mich eingelegt und deshalb haben wir gedacht, okay, passt, ich ziehe weiter. Und dann hat der Toni gesagt halt, nach Astana, okay, Milram wird es werden. Okay, cool, Milram wird es werden. Und auf einmal höre ich, ein Christian Henn wird sportlicher Leiter bei Milram. Uff. Ich habe gesagt, Toni, du musst anrufen, wir brauchen den Vertrag, weil ich bin mir da nicht sicher, der wird kein gutes Wort für mich einlegen. Und dann war es der Tag, wo ich das erste Mal mit meinem Sohnemann, der gerade auf die Welt gekommen ist, zum Kinderarzt gehen. Weißt, das ist ja ein richtig geiler Moment im Leben. Weißt, da gehst du zum Kinderarzt, dass der den Sohnemann checkt und dann kriegst du halt so einen Stempel irgendwo drauf. Super. Und auf einmal ruft mich der Toni an, du René, ich muss dir was sagen. Ich sage, ja, ich bin gerade beim Kinderarzt. Ja, ich muss dir was sagen, mit dem Vertrag mit Milram wird es nichts werden. Puff. Ja, und dann war es im Endeffekt vorbei. Ne? Zeit, das war Oktober, da findest du nicht mehr einen richtigen Profivertrag. Da ist der Zug abgefahren. Das heißt, wir hätten eventuell Teamkollegen sein können und ja. Ich hätte zusammen in dem Team mit Paco Frohlich und René Haselbacher fahren können. Ja, leider. Und das wäre ein Traum gewesen. Oder vielleicht sagst du, zu Glück nicht, aber... rein rechnerisch, aber es geht, wie es geht, also es ist eh schon vorbei, passt. Du, ich hatte eine super Zeit mit Paco und auch mit Frösi und so, das war schon lustig, wenn du erst mal dabei gewesen wärst, dann wäre quasi das, was ich als U23-Fahrer nie verstanden habe, wo ich meistens am Limit war oder eure Sprache nicht so richtig zuordnen konnte, hätte ich dann mal live im Team miterleben können. Vor allem hätte Fossi mal ausreden können, die gelben Schuhe zu fahren. Na gut, aber hättest du eigentlich das Milram-Trikot angezogen, so als aus Style-Punkten? Puh, also ich glaube, besser, ich habe den Vertrag nicht bekommen, weil mitunter war das hässlichste Trikot. Also für mich das, also hässlich. Warum hat es dir gefallen, Paul? Ey du, ich war Neopro, ich war froh, dass ich ein Trikot hatte, wo Pro Tour drauf stand. Von daher war es noch. Aber ja, ich habe damals auch gelbe Schuhe angehabt, von daher hat das nicht unbedingt gerade für meinen sehr Style schön, ja. Gesprochen. Ja. Aber wir sind damals auch Rudi Project gefahren und sahen aus wie, Kampfjet-Piloten so ein bisschen manchmal. Aber war in Ordnung. Klar, gibt schönere. Ich fand eigentlich das konsequente Design, was wir, glaube ich, ein Jahr vorher bei der Deutschlandtour hatten, fand ich dann sogar ein bisschen besser, weil das so über dem Punkt war, weißt du, wo die Hose auch noch so gefleckt war. Mhm. Die sahen ja wirklich aus wie Milchkühe. Ja. Das fand ich eigentlich sogar noch besser, weil das halt so over the top war. Ja. Aber das noch, es gab ja, welches waren das erste Milram-Trikot? Das allererste war das war noch so klassisch blau mit so einem Streifen. Es war hellblau mit einem Streifen, ja, genau. Das fand genau. Ich gar nicht so schlecht. Ja, das war noch so mit von Pitaki und so. Aber das war ja dann... Naja, wenn das schlecht... In der Zeit hat es Saigo gegeben, schön mit einem roten Trikot, mit einem stylischen Fahrrad. Also da hast du dann schon bemerkt, es gibt schon andere Teams, die halt wirklich... Da passt das ganze Konzept, ne? Also wirklich, das... ja. Hat es einige Teams gegeben. Ich bin damals nämlich für das Nachwuchsteam von Mirema gefahren. Also da war das Trikot halt umgekehrt, ganz weiß, mit so einem blauen... Ich weiß, das bei euch sah es gut aus. Ja, wie war das? Wie anders sah das aus? Ja, einfach nur die Farben umgedreht. Also jetzt nicht dieses Kuhmuster, sondern das davorige. Genau, die hatten quasi das 2008er Trikot, aber nicht in Blau, sondern in Weiß. Mhm. Weiß, ja. Genau, und das sah halt elegant aus, einfach ganz schlicht.
Und wir sahen halt aus wie Kühe auf dem Rennrad. Aber ja, das war das kleinste Problem in dem Team, von daher. Aber jetzt musst du nur vorstellen, das war das kleinste Problem, okay, cool. Aber wenn du jetzt Radfahren gehst, dann wirst du ja geil ausschauen, oder? Dann ziehst du sicherlich nicht irgend so ein Kuh-Trikot an. Oder whatever. Ich hatte gelbe Schuhe an. Zum Hellblauen, ja. Zum Hellblauen. Das war wahrscheinlich der größte Fashion-Fauxpas, den ich mir so geleistet habe über die letzten Jahrzehnte. Ja, klar, würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr machen. Aber obwohl, ich habe noch einen ganzen Satz zu Hause. Irgendwann, wenn ich mal ein bisschen älter bin, so aus Nostalgiegründen, werde ich das da mal rausholen. Obwohl mir gerade leider ich bin ja damals auch Cross gefahren, hatte noch so ein Focus-Crossrad, auch mit meinem Namen einlackiert. Das wurde mir jetzt gerade geklaut. Nee. Habe ich erfahren, vor 2 Tagen aus dem Keller, ja, von meiner Schwester. Ich habe es gerade auf eBay Kleinanzeigen, habe ich es gekauft. €1.400. Viel Spaß damit. eBay Kleinanzeigen fickt mein Leben. Oh Gott. Gut. Ja, dann aber nochmal so kurz jetzt zum Abschluss der Pro-Tour-Karriere dann nach 2008. Hast du denn, das interessiert mich einfach, so diese Trouble Times, weil ich weiß es einfach von Paul und Andy, so ein paar Jahre später ist das dann total kacke, nämlich als deutscher Radprofi zu werden. Und so hast du diese Trouble Times dann komplett umschifft für dich? Oder wie ist das in Österreich dann gewesen? Oder? Naja, die Trouble Times, die haben ja im Endeffekt begonnen, ich glaube, schon in 2006. Ne? Mhm. 2007 war ja auch nicht so lässig. Ja? 2008 irgendwie überlebt bis Bernhard Kohl dann positiv war, wo Leute geglaubt haben, dass er wirklich Dritter geworden ist. Mhm. Ja? Aber ich hab mal ganz kurz eine Frage, René. Entschuldigung, dass ich eingrätsche. Aber 2007 war doch da, wo Vino und wie heißt der andere? Kaschewski im Pferdeblut gefallen sind und sich irgendwie dadurch, oder so war das doch die Geschichte, oder nicht? Irgendwas war doch damit, dass irgendwie Wunde und dann, keine Ahnung, oder? Ja, da gibt es, ich glaube schon 2006 hatten die eine Kontrolle bei der Vuelta, eine Blutkontrolle, aber in der Früh, aber da war das Team schon weg, war das schon. Und 2007 war auch was, aber ich glaube, da können wir lang drüber reden, was alles nicht irgendwo einmal vorgefallen ist. Ja, da ist einiges vorgefallen. Ne? Genau, aber wissen wir mal, wie war das dann im Team? Also ich hatte nur einmal einen positiven Fall bei Milram damals, 2010 mit Roy Sentjens. War halt jetzt kein großer Fahrer, daher nicht bedeutend. Ja, aber bei dir war es ja, oder bei euch war, in Astana war es ja die wichtigste Person im Team. Ne? Natürlich, das ist, sowas ist schlimm. Ist schlimm, weil du im Endeffekt als Erster trainierst du hart, freust dich auf die Rennen, ja, und auf einmal merkst du, boah, was ist, wenn der andere irgendwas macht und wenn der jetzt positiv ist, dann ist mein Vertrag auch vorbei und ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft in Kapstadt. Nee, das geht ja nicht. Also du merkst eigentlich, im Endeffekt, da hängt extrem viel zusammen, ne? Wo du im Endeffekt vielleicht am Anfang gar nicht drüber nachdenkst, ja. Aber in dieser Zeit hat es dann begonnen. Bei dem und der auch. Und das tut weh. Ja, es tut weh. Das war ja eine never-ending story. Da gibt es ja Lieder davon. Ne? Ja, das stimmt. Okay, schon. Basti und René, ich wollte euch da jetzt nicht großartig aus dem Konzept bringen. Ja, ich wollte nur noch mal so einen Blick dann wie ob es für einen Österreicher denn dann ein bisschen anders geworden ist, beziehungsweise ob du dann mit deinem Karriere, war ja nicht Karriereende 2008, aber zumindest von der höchsten Liga ausgestiegen, ob du da dann so ein bisschen drumherum gekommen bist, auch um Stress. Was heißt drumherum gekommen? Das heißt ja, dass ich ja auch getobt habe. Nee, das meine ich gar nicht. Eher so, dass das Leben halt so krass beeinträchtigt wurde. So. Nee, ich kenne einfach von Staufi so Geschichten, dass er sagt so, er hat dann gar nicht mehr
irgendwie bei Partys oder so sagen wollen, dass er Radprofi ist oder sowas. So, ach, so sieht nee, das nämlich in Deutschland aus. Nee. War ja auch auf ja, doch, also, René, in Deutschland war das krass. Also, ich habe auch auf dem Weg zum Flughafen im Taxi, habe ich nie gesagt, dass ich Radsportler bin, weil das war so negativ belastet, dieses ganze Thema. Ich weiß ja, ob da, ich weiß ja, ich kenne die Presse halt in Österreich auch gar nicht, aber in Deutschland war das krass. Naja, in Deutschland war es krass, ja, definitiv, weil ich war in der ganzen Zeit dabei, wie mein Jan Ulrich da raufgeschossen hat, ja, und da wieder runter und ganz fest runter, ja. Und bei uns im Endeffekt, also eure deutsche Presse ist natürlich noch schlechter als die österreichische Presse, ja, muss man schon sagen, ja. Natürlich ist es schlecht, aber du kannst dich nicht von jedem fertig machen. Ich gehe da nicht zu einer Party und wenn mir der eine sagt, du bist Radfahrer, das habe ich tausendmal gehört. Das geht mir im linken Ohr geht's mal rein und im rechten geht es mal wieder raus. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich weiß, was ich für ein Mensch bin. Ich weiß, wie hart, dass man für einen Erfolg kämpft. Wurscht, ob du ein Athlet bist oder Politiker bist oder wurscht, was bist, ja. Also da, mit dem habe ich mich abgefunden, dass ich abgestempelt bin. Aber ja, ihr habt recht, es war sicherlich eine Zeit. Naja, die Zeit war zwischen 2007 und 2012. Dann ist es quasi ein Prozedere, jeden Tag fragt die wer. Gut ist, das habe ich überlebt, kann mir jeden Tag kann ich sagen, okay, ich war Radfahrer, stehe dazu, passt, super, jetzt klingt es ab. Ja. Also das war ja auch nur auf der einen Party, wo ich jemals war. Nein, also man hat dann immer wieder natürlich das gleiche Gespräch geführt, ne? Wenn man gesagt hat, ja, man macht Profiradsport und dann kommen immer die gleichen Fragen und dann irgendwann war ich es halt leid und dann habe ich halt immer gesagt, ich bin Mechatroniker oder sowas. Naja, zu dem Thema, das Thema war ja schon immer da auch. Hm. Ne? Also das war ja immer da, dieses Thema. Ja? Dann war es halt ein bisschen mehr Ärger da, das Thema, dass du die im Endeffekt dass du das erklären musst, was du machst, aber ansonsten, nee. Ja. Also ich meine, irgendwann oder auch heute, ne, da sagt man auch, habe ich auch keine Lust, über Radsport zu reden, dann denke ich mir auch immer wieder noch. Es ist natürlich doof, dass du einen Podcast machst, in dem es um Radsport geht. Aber jede Woche einmal das reicht anderthalb ja Stunden das reicht keine ja Lust, über Radsport zu reden. Stell dir vor, du musst dein Privatleben auch noch die ganze Zeit. Und stell dir mal vor, du fährst Fahrermanager und arbeitest in einem Team. Nee, aber ja, nee, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube jetzt auch mit dem Alter, ich meine, jetzt bin ich ja in dem Alter, in dem du aufgehört hast, ein bisschen älter, aber ich sehe es natürlich jetzt auch anders und kann über den Ding stehen, aber auf jeden Fall, als Neoprofi war das, man dachte, man macht den geilsten Sport der Welt, hat es eigentlich geschafft, aber kriegt eigentlich immer nur Negatives entgegengeworfen aus allen Richtungen und die erste Frage war halt wirklich immer, und hast auch so scherzhaft, ne, du gehst irgendwo rein, ja, auch schon gedopt, ja, oder was hast du im Kühlschrank und so, also, und ja klar, jetzt steht man über den Ding, also kommt auch mit dem Alter, ne? Oder sagen wir so, vielleicht habe ich das noch öfters gehört als du und deshalb irgendwann denkst du, völlig bitte, abgestumpft. Komm, frag sie mir nochmal. Ja, nee. Ja. Nee, du hast irgendwie die Leidenschaft von Chippo Style und so weiter in dein echtes Leben rüber gerettet und hast eine Radklamottenmarke aufgemacht. Ich habe schon heute überlegt, wir werden ja auch von einer gesponsert hier. Können jetzt nicht allzu harte Werbung machen, aber René Hasselbacher macht auf jeden Fall Radtrikots heutzutage. Wie schnell hast du damit angefangen nach deiner Karriere? Also meine Marke heißt RH77, hört sich noch besser an, wenn sie das sagt. Das piepen wir raus. RH77, ja. wie schnell? Du, im Endeffekt war es so, dass ich 2010 aufgehört habe, professionell Rad zu fahren. Dann war ich 3 Jahre lang in Südafrika und irgendwie ist es dann dort entstanden, dass Leute Radtrikots brauchen im Eigendesign. Und dann habe ich mich im Endeffekt auf die Suche gemacht, fündig geworden in Europa. Deshalb sind wir wieder nach Österreich gezogen. Und dann habe ich begonnen, 2012 schon,
individuelle Radbekleidung zu machen. Das heißt, Teams, Clubs, Firmen. Und jetzt seit 2 Jahren vermehrt bis Vollgas gehen wir natürlich auf die Kollektion. Und eigene Kollektion online, das macht tierisch Spaß, weil du im Endeffekt genau das umsetzen kannst und darfst, was du eigentlich vorstellst. Ja? Wenn Firmen kommen oder ein Club oder ein Team, dann kannst du natürlich Vorschläge, was du vielleicht besser machen kannst im Design her. Und aber da sind ja doch irgendwie die Hände gebunden und eigene Kollektion ist tierisch cool, macht Spaß. Früher habe ich im Endeffekt gewusst, dass ich das Gerolsteiner Trikot anhabe, 1 Jahr lang, oder das Astana Trikot, 1 Jahr lang. Jetzt, wenn ich morgen Radfahren gehe, mache ich meinen Kasten auf und ich muss mich wahrscheinlich 10 Minuten irgendwie dazu zwingen, dass ich mir irgendein Trikot nehme, weil ich halt jetzt, ja, meine Auswahl ist sehr groß. Gut, aber sag du ja, Stoffi. Ich habe dich ja während meiner aktiven Karriere gar nicht mehr kennengelernt, aber dann in Südafrika mal getroffen. Café Caprice natürlich. Und wir saßen da. Ich höre dich jetzt ganz, ganz schlecht, ja. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich dort nie war. Nee, du bist tatsächlich nur auf dem Rad vorbeigefahren, also okay, passt, ich saß da drin. Okay, passt. Okay, und du super, bist vorbeigefahren und ich wusste natürlich, wer du bist. Ja gut, dann können wir das Thema jetzt auch anfangen. Und ich weiß nicht, was er sagen wollte. Vorbei und hatte halt Trikots an, überall mit RH77 drauf. Ich glaube, dann muss das ja gerade da das ganz neu gewesen sein. Ja, genau. Das ist natürlich, man muss sich finden. Jungs, es ist nicht leicht, aber das weiß dann eh jeder, dass man halt quasi von einer Ein-Mann-Show, ja, Garagenfirma, dann was wirklich Professionelles, was Cooles, was Cleanes aufbauen möchte. Und das dauert, ja, aber ich glaube, wir sind am besten Weg. Ja. Also, das gab es ja auch so. Also ich wusste da noch nicht, dass es eine eigene Marke ist. Ich dachte, du fuhrst halt einfach nur rum mit Trikots, wo dein Name draufsteht. Weißt du? Ja, der ja, das ist ja auch so. Aber nicht, dass also nicht schlecht fand, ne? Nee. Das war also erstmal, ich habe es ja schon ein paar Mal getragen bei Rad am Ring, von daher kann ich auch beurteilen, wie die Qualität ist. Und so viel Werbung muss dann doch sein, darf sein. Also die sitzen halt auch wirklich gut, muss ich sagen. Und es ist halt auch wirklich ein Pro-Schnitt, ne? Also ich weiß, kann sein, dass wir was Spezielles hatten, aber Bein schön lang, Arm schön lang. Ich habe mir ja meine Hosen auch mal bis zur Kniekehle gezogen. Das brauchte ich bei deiner in dem Fall nicht machen, weil die war da schon. Von daher passt das da auf jeden Fall auch. Aber wie schwer war es denn, das alles irgendwie in Gang zu kriegen, weil ich meine, mittlerweile gibt es ja mega viele kleine Firmen, auch viele gehen pleite, weil einfach Überangebot da ist. Yeah. Aber dieser ganze Prozess, so ordentliche Bekleidung an den Start zu bringen, ist ja ein mega Aufwand, oder? Als erstes Mal ist natürlich, Passion war immer bei mir da. Also wie österreichischer Meister war 2002, war ich dann bei Nalini und in der Firma in Italien. Und das war für mich so beeindruckend, ja, diese Firma zu sehen. Ja. Die haben mir 2 Kisten mit Einsätzen, mit Chemis am Tisch geschmissen und gesagt, ich kann mir da was aussuchen. Ja. Man dachte, Alter, da gibt es 50, 60 verschiedene Einsätze. Faszinierend. Bei Gerolsteiner dann schon Namen im Etikett drinnen gewesen. Bei Astana im Etikett. Mein Regenbeutel war mitunter der größte, weil ich habe dann 3 verschiedene Handschuhe gehabt. Ich habe Beinlinge, Knielinge, 2 verschiedene Regenjacken gehabt. Also im Endeffekt, mir hat das immer sehr interessiert. Ja? Und dann halt im Endeffekt nach der Karriere merkst du dann, na gut ist, was kannst du? Okay, wahrscheinlich nicht schnell Radfahren, okay, das passt. Ja? Aber im Endeffekt kann ich vielleicht mein Style ändern oder verbessern. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja? Und alles, was du mit Freude machst, alles, was du machen kannst ohne Briefing, ja? Weil wenn du irgendwo einen Geschäftstermin hast und du musst die briefen vorher oder beziehungsweise du musst irgendwas auswendig lernen, das ist natürlich schlecht, dann bist du im falschen Business. Ne? Du musst
genau in dem Business sein, wo du ganz genau weißt, der gegenüber von dir sitzt, ja, der hat weniger Ahnung. Ja. Mit so einer Einstellung musst hingehen. Ja. Und dann ist es im Endeffekt 2012 Schlag auf Schlag gegangen. Natürlich im Eigendesign, also im individuellen Design, also für Teams, für Clubs, für Firmen. Da hat es noch keine Kollektion gegeben, keine RA77-Kollektion, ja, weil ich das aufbauen wollte. Ich wollte es einfach aufbauen, sicher aufbauen. Okay, Legends braucht Trikots, dann werden wir Trikots schön designen, dass sie dann ordentlich bei Rad am Ring am Start stehen. Ja. Und andere Firmen in Österreich, auch in Deutschland, in der Schweiz, und das wird halt immer mehr und mehr. Bis dann im Endeffekt, dass Leute sagen, wann machst du bitte deine eigene Kollektion? Ja, die ich ja viel später dann begonnen habe, weil ich bin im Endeffekt schon 9 Jahre im Business. Ja. Aber ich persönlich sage, seit 2 Jahren eigene Kollektion, ja, jetzt sind wir richtig dran. Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen? RH77, ist dir erstmal nichts Besseres eingefallen? Nee. Also ohne jetzt zu nahe zu treten, das heißt, nee, ist natürlich... Nee, das ist eine gute Frage. Nee, ist das eine gute heißt Frage. Robert Hunter du. 77. Genau. Ja, ganz genau, da haben wir, jawohl. Du bist natürlich am Überlegen und du checkst ab und schaust einmal, was gibt's da. Da. Ohne dass ich jetzt irgendwas sage, da war ja, also wie ich begonnen habe, da hat es ja noch die klassischen Trikots gegeben, Santini, Nalini, Castelli, da hat es noch nicht diese Nachfrage gegeben, die es jetzt gibt mit so vielen kleinen Herstellern. Und ja, ich glaube, dass ich sogar irgendwie das Ganze, also den Namen RA77, René Haselbacher, geboren 77, ich glaube, das ist irgendwie vom BMC auch gekommen. Bei Astana hatten wir BMC und die haben so Kürzels gehabt. Ja? Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, up to you. Also, funktioniert, ne? Ja, ob das okay ist. Funktioniert, ne? Also, Andi meint es gerade, funktioniert. Ja, stimmt halt auch, ne? Ich meine, es prägt, ist auf jeden Fall einprägsam, aber man weiß halt direkt, na gut, man muss ein bisschen Hintergrundwissen haben, um zu wissen, dass das für René Haselbacher steht aber, und nicht für, okay, aber keine Ahnung. Paul, ja genau, aber das muss ich da auch sagen. Wie ich das Ganze begonnen habe, war natürlich der Hintergrund, dass du denkst, okay, aus dem Namen musst du ein bisschen was machen, du musst ein bisschen das pushen. Jetzt da, hier in der Firma, wir sind jetzt so stolz drauf, meine Radkarriere, die ist vorbei. Ja. Entweder kannst du jetzt beurteilen, ob ich ein guter war oder ein schlechter war oder okay war oder eine Lachnummer war. Wurscht, das Ganze ist vorbei. Ja. Aber jetzt, wenn wir uns die Bestellungen online anschauen, dass die ganze Welt, wurscht, Amerika, Australien, Indonesien, Südafrika, wurscht, die Leute das bestellen, die wissen gar nicht, dass das der René Haselbacher ist, der früher einmal halbschnell gefahren ist. Das macht mich stolz, dass wir diese Marke aufgebaut haben, die nicht nur auf den Namen aufgebaut ist. Ja, ich meine, also an dem Punkt würde ich sagen, sind ja auch Andi und ich jetzt gerade, ich meine, Basti war jetzt nicht Profi, deswegen spreche ich gerade nur von Andi und mir, ist ja auch, wo wir auch nicht mal wahrgenommen wäre, also zumindest kann ich es von mir aus beurteilen, als die ehemaligen Rad-Profis sicherlich immer noch ein bisschen, so was Expertise und so angeht, aber halt das, was wir jetzt machen, jetzt mit dem Podcast und auch andere Dinge, sind halt eigentlich das, für was wir stehen. Und eigentlich auch ganz schön, dass man diesen Switch natürlich, super, ja, miterlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann so sehe, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass es so gekommen ist und dass man weniger für das wahrgenommen wird, was man war. Und die Beurteilung, ob man ein guter Rennfahrer war oder nicht, die treffen ja eh immer andere und von daher... Ja. Stimmt, ja. Ja, von mir wusste es ja auch keiner. Die dachten alle, ich repariere Autos. Genau. Ja, sag noch was zu dieser Robert-Hunter-Freundschaft. Denn ihr seid, glaube ich, da, du hast noch mal so einen Traum umgesetzt und bist noch mal ein paar Mountainbike-Rennen gefahren. Im Team mit ihm, Crocodile Trophy, glaube ich, ne? Ja, also... Na, also der Crocodile Trophy, ich bin vor 10 Jahren gefahren mit meinem Schwager, mit dem Philipp Ludech. Ja. Ach so, okay. Irgendwie durch Südafrika, weil Südafrika das größte Mountainbike-Rennen der Welt hat, das ist die Cape Epic, bin ich dann diese Epic einmal
dann gefahren, das erste Mal, glaube ich, 2013. Das war nach meiner Karriere, einfach das nur zu genießen, einmal wieder einen Udo Böll zu sehen, der in der Masters-Kategorie fährt. Einfach genießen das Radfahren, ja? Genießen beim Mountainbiken, dass das das Rallyfahren ist, ja, und nicht die Formel 1. Das heißt, da gibt es keine Hotels, da gibt es Camper oder Zelten. Und mit dem Robbie, man hat sich natürlich immer gekannt, logisch. Robbie Hunter kennt man, hat, muss ich sagen, Kniefall, Tour de France Etappe gewonnen, Giro Etappe gewonnen, Vuelta Etappe gewonnen. Unglaublich, super, geil. Und ja, dann haben wir uns quasi nach der Karriere nochmal getroffen und dann sind wir vorletztes Jahr das erste Mal diese Cape Epic gemeinsam gefahren, ja, in Südafrika, 8 Etappen, einfach nur, weil uns das Radfahren taugt auf Österreich. Ja, was du nicht weißt, es gibt hier noch so einen Sprinter, der das gerne mal fahren würde und aber mit dem Bergfahrer das fahren will dann oder soll. Wer? Nee, Allrounder, nicht Bergfahrer. Wer? Wer? Paul, du? Ja, der Frösi, wir hatten Frösi auch schon im Podcast und der Frösi... Frösi schafft das nicht. Ja, okay. Der hört das, ne? Der Frösi hört den Podcast übrigens, aber... Ja, schafft es. Frösi, du schaffst es nicht. Du musst trainieren. Ja, nee, doch. Genau, das ist ja das Ding. Ich weiß ja, ob du Frösi auf Instagram folgst. Frösi fährt die ganze Zeit immer 180, 160 Kilometer mit dem Mountainbike auf der Straße. Ich weiß nicht, ob die Straßenräder verloren haben in Leipzig, aber die machen Straßentraining Mountainbikes die ganze Zeit und ich glaube, Frösi ist richtig fit. Was heißt richtig fit? Du kennst Frösi ja. Naja, natürlich kenne ich, aber schau mal, aus Talent, Paul, ganz wichtig, aus Talent musst du nicht viel trainieren. Also da musst du schon den Frösi einmal fragen, warum das er so viel trainiert. Na, sehr klar. Frösi, wir haben dich lieb. Nee, Frösi habe ich das erste Mal gesehen, ganz kurz. Frösi habe ich das erste Mal gesehen, Guatemala-Rundfahrt. 1998. Ist Frösi so alt wie du? Na, Frösi ist, glaube ich, jünger als ich. Ja? Ist jünger. Aber wir, Paco war dabei, wir sind die Guatemala-Rundfahrt gefahren. Und dann war eine Delegation der Deutschen dort und dann war ein Förster dort. Und denk mal, der Typ, das gibt's denn, der fährt ohne Handschuhe, im Sprint ohne Handschuhe. Unglaublich. Dort habe ich Frösi das erste Mal kennengelernt und ein Jahr später waren wir Teamkollegen. Drei Jahre. Der ist 78 geboren, ne? Ja, Frösi ist eine Kanonenkugel. Der braucht keine Handschuhe. Rummelboxer, ja. Haben wir immer gesagt. Rummelboxer. Er ist ein Rummelboxer. Ja. Ich finde Kanonenkugel, finde ich lieber als Rummelboxer, aber. Nee, aber. Das ist mein ja lieb, ne? Er war. Ja, klar, ich auch. Ja, nee, total. Genau, nee. Ja, vielleicht sehen wir uns ja echt da drüben. Also, ich meine, ich brauche noch ein paar Jahre für Masters-Kategorie. Vielleicht brauche ich die auch noch, bis ich endlich einen Startplatz da bekomme. Aber dann sehen wir uns da und dann. Ja, das wäre geil, das wäre super, ja. Und du, vielleicht kannst du mit Paco fahren. Na, das ist auch ein Ziel. Paco ist noch ein Ziel. Es gibt noch einige. Johnny Hoogerland ist auch noch ein Ziel. Der wohnt ja jetzt auch in Österreich, ne? Na, der wohnt in Velden, ja, am Wörthersee. Und letztes Jahr, ja, ich denke mal, wir gehen halt ein paar Mal nur ein bisschen cruisen. Aber nee, der Typ, der glaubt noch immer, dass er... Also, er fährt noch immer schnell. Also, er glaubt, er fährt noch immer schnell. Also, geiler Typ. Ja, komm, dann kommen wir doch jetzt langsam mal zum Fahrer-Bingo hier. Ich hoffe... Das hast du vor einer Stunde angedeutet. Ja, genau. Ja gut, das haben wir ja die ganze Zeit schon so ein bisschen gemacht, hin und her. Rummelboxer, dies, das. Wer, du darfst jetzt nicht nochmal Chippo sagen, aus deiner kompletten Karriere, wer war der coolste, witzigste, weiß ich nicht, beeindruckendste, was auch immer, Fahrer, der mit dir zusammen Rad gefahren ist? Im Peloton. Okay, du hast beeindruckendste gesagt. Okay, dann sage ich Lance Armstrong. Okay, Ausführungen dazu noch. Also, normalerweise ist Radsport Tour de France und in Amerika merkst du einfach, Radsport ist Lance Armstrong und
diesen Radsport auf dem roten Carpet zu bringen in Amerika ist verdammt schwer. Und er hat es geschafft. Ist wurscht, wie er es geschafft hat. Das heißt nicht, ich bin ein großer Fan von ihm. Okay? Ich habe nur gesagt, es war beeindruckend, was der alles gemacht hat. Also ganz wichtig. Kein Fan, nur beeindruckend. Nächster. Ist es. Ja, wir leiten dir die Shitstorm-Mails weiter. Nee, das ist normal. Ja, ja, nee, nein, ich glaube, wir verstehen dich, ja. Wir verstehen dich, ja. Aber du weißt ja, wie es ist, Leute verstehen einen manchmal auch ganz gerne bewusst falsch. Ich bin ja auch nicht einer, der jetzt unbedingt jetzt irgendeinen Namen sagt, wo ich mir denke, boah, die Leute können dann vielleicht sagen, wow, super toll. Nee, ist so, Fakt. Lance ist ja auch eigentlich der einzige Radsportler, der weltberühmt ist. Also sonst kennt man die Leute halt immer nur in den einzelnen Ländern oder wenn du halt dich für Radsport interessierst. Ja, und der Style ist auch. Lance Armstrong. Darf ich kennt dir was jeder. Sagen? Mit Abstand auch nicht jetzt wegen seiner Doping-Vergangenheit, sondern davor ein Weltsportler. Auch egal, jetzt natürlich Shitstorm, wie ist er zu dem Ganzen gekommen, ist mir schon klar. Aber aus Radfahren, so populär zu werden, das ist nicht leicht. Das ist fast wie Tischtennis spielen. Stimmt. Wirklich, das stimmt, ist so. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt nochmal so ganz andere Kategorie, styletechnisch. Ich glaube, ich habe letzte Woche mal wieder irgendein Foto von ihm auf Instagram in der Story gepostet, wie er auf dem Track mit M-Frame, gelbem Trikot, ich glaube, Bergzeit fahren, Tour de France fährt. Nike-Socken, Nike-Schuhe, Livestrong-Band, irgendwie auch immer noch geil, so styletechnisch. Ja, also styletechnisch, muss ich sagen, war für mich als erster Greg LeMond. Das erste. Ja, stimmt. Ja. Weil dazu habe ich ihr, also das ist jetzt der Audio, aber das ist Greg LeMond Fahrrad, nur für meinen Sohnemann. Mhm. Das sieht mein Hintergrund, das ist jetzt Audio, ich weiß es. Ja. Ja. Greg LeMond war derjenige, der den Radsport richtig, wirklich auf eine andere Stufe gebracht hat, ja. So, kurz zur Erklärung, René hält gerade eine alte Oakley in die Kamera, die wir jetzt mittlerweile wieder, ja, zu kaufen kriegen, also ähnlich zumindest. Ah, die kriegst du jetzt nicht mehr, aber nochmal, Den Style schon, in die Richtung schon, das Razor kommt Blade. Ja klar. Ja, na, das ja, genau. Ist ja das. Das war der Vorgänger. Ja. Also was ich sage, also Greg LeMond war natürlich der Typ, der alles neu gemacht hat. Ja. Das heißt, es hat neue Helme gegeben, das war Giro, das war absolut in dieser Zeit fantastisch. Oakleys sind 1993, 94 auf den Markt gekommen, waren vorher Motocross-Brillen. Der hat cool ausgeschaut, der hat anders ausgeschaut, ja. Und da sieht man dann auch, der Schritt dann zu Lance Armstrong, der hat das natürlich dann auch auf den Punkt gebracht. Da war Nike dabei, da waren halt auch die großen Marken dabei. Da merkt man eigentlich schon, wie Amerika Sachen Style und Marketing ganz weit vorn sind, definitiv. Wenn man spricht Weltmarketing. Ja. Fahrer Bingo, die zweite. Wer hat richtig hart genervt? Ja, ich glaube, wenn du im Feld fragst, du kannst den Paul fragen wahrscheinlich, dann habe ich genervt. Nee, du und Paul haben mich ja nie genervt. Ich war halt dann hinten und dachte, ey, das ist, ich verstehe die beiden Männer da nicht, aber die fahren den ganzen Tag da hinten und machen sich einfach nur lustig über alle. Aber also ich dachte mir, macht euch halt lustig. Ich fand das ja auch, keine Ahnung, das ist halt, ich habe das mitgenommen, ich trage das ja seit 15 Jahren jetzt mit mir rum, länger sogar mit mir rum und denke so, Alter, ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie ich da hinten fahre am Limit und ihr beide einfach nebeneinander Quatsch redet. So, das ist aber Paul, halt, du kannst mich halt gerne anrufen, wir können über die ganze Situation sprechen, reden, wir können das aufarbeiten. Das ist kein Problem. Nein, ich hoffe, dass da draußen dass jemand jetzt so ein Meme bastelt mit euren beiden Gesichtern auf die beiden alten Männer von der Muppet Show, wie ihr oben auf dem Balkon sitzt. Das hätte ich gerne.
Ich hoffe, das kommt. Ich hoffe, das kommt. Nee, aber wen werde ich genervt? Du musst dich leider festlegen. Nee, genervt. Irgendein Fahrer, der okay, im na, Peloton... Na, genervt. Nee, nee. Jetzt vielleicht auch ein Shitstorm. Zum Beispiel ein Knees oder ein Siedler. Ja, haben wir gedacht, Alter, irgendwie, das gibt's ja nicht. Das, beim Rennen und im Hotel, man versteht sie nicht. Weißt du, das nervt mich. Ja? Und auf einmal durch sein Knesi bei Rad am Ring, Legends Team, super, man versteht sich. Sebastian Siedler war dann mein Teamkollege, war super, man versteht sich. Wie sich das Blatt dann wenden kann, von man sagt, Alter, der nervt mich, den mag ich nicht, das ist irgendwie nicht cool. Ich hatte das übrigens mit Frösi, als ich U23-Fahrer war und wir sind dann so, keine Ahnung, die Rennen, ich weiß gar nicht, wie das hieß, da im Osten, bei Leipzig gab es da so ein Rennen, was er auch manchmal gewonnen hat, bin ich so gefahren und Frösi war, der war da halt zu dem Zeitpunkt mega erfolgreich, auch hat Sprints gewonnen, auch glaube bei Vuelta und so, und da kam man halt irgendwie so ein bisschen ganz weit entfernt vor, also so, vielleicht noch ein bisschen abgehoben. Und ein Jahr später habe ich mit dem Teamkollegen und wir teilen uns eigentlich bei fast jedem Rennen das Zimmer, so ein bisschen Mentor war er dann auch. Und wie sieht er auch so das Gleiche? Das Blatt hat sich komplett gewendet. Wie man dachte, der Typ, voll unsympathisch, aber eigentlich der geilste Typ so im Team, so ungefähr. Und das, ja, manchmal ist halt dann so der erste, zweite und dritte Eindruck, kann einen dann halt echt täuschen, ja. Ja, Wahnsinn, ja, unglaublich, ja. Aber es hast du natürlich trotzdem keinen genannt, den du immer noch nervig findest, weil Knese findest du nicht mehr nervig und Siedler auch nicht. LG, schöne Grüße. Gut, keiner von den anderen Sprintern dich regelmäßig abgedrängt, oder? Natürlich ein Robbie McEwen auf jeden Fall. Wir waren als erster sehr gut befreundet oder halt, man kennt sich befreundet und dann, wie ich halt zum zweiten Mal bei der Tour de France gestürzt bin, wegen dem Lenkerbruch, ja, auf einmal sagt er war natürlich zig Klassen besser als ich, ja, sagt, ich bin schuld, warum hier, weiß nicht, wie viele Leute stürzen im Peloton. Und der war dann nervig, ja, bis man sich dann zwei Jahre später bei der Cape Epic in Südafrika wieder trifft und dann sagt, hey komm, Schwamm drüber. Ja. Cape Epic, das ist es einfach, das ist das Ziel. Ja. Das Paradies für Ex-Profis. Ja, Werbung, genau, Werbung. Auf jeden Fall. Werbung. Ja, nur für Ex-Profis. Sag Name Cape Epic, dann haben wir genug Werbung. Ja, also Cape Epic ist das beste Mountainbike-Rennen für ehemalige Profis. Daher würde ich empfehlen, dass wir Paul Voss einen Startplatz geben. Ja, aber du musst ja nur mit mir reden. Reden mit mir, dann kriegst du nee, ist ja kein Problem. Ja, okay. Okay, gut, René. Dann habe ich hiermit mit dir geredet. Ich weiß gar nicht, über wie viele Leute ich es jetzt gerade schon probiert habe. Jetzt versuche ich es dann nochmal über dich. Kein Problem, schau mal, schreib da auf, meine Nummer ist 0043 676666. Ja, ich schreib dir dann nochmal. Nee, aber vielleicht sehen wir uns ja echt mal, mich würde es freuen, vielleicht sogar mit Frösi, wäre sogar noch besser. Ich kann es nur jedem raten, aber Achtung, viele nach der Cape Epic gehen getrennte Wege. Also das Team sollte schon eingespielt sein. Das Team muss auch das Ziel kennen. Ja, ganz wichtig. Tragödien haben sich schon da abgespielt. Also aufpassen. Ne? Stau Voss Stream Team. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das war nämlich zuerst der erste Plan. Staufi wollte zuerst mit mir fahren. Und ich dachte schon, okay, allein wegen so Level von Fitness könnte es problematisch werden. Aber was du jetzt natürlich sagst, also wir streiten uns ja so schon manchmal. Aber mittlerweile geht's aber. Also wir haben uns da, glaube ich, ganz gut eingespielt. Aber wenn wir jetzt dann noch so ein Rennen zusammen fahren würden unter grenzwertigen Bedingungen für uns beide, ja, das könnte... auf jeden könnte Fall Besenbahn häusliche schaden. Gewalt. Ja. Alright. Gut. Ich glaube, vielen Dank, René. Wir können dich jetzt in den Abend verabschieden. Super. Spät genug. Wir bedanken uns, dass du bei uns warst. Hat Spaß gemacht. Uns auch. Uns auch, bei mir auch. Ja. Und, Frage war, hat es Spaß gemacht? Ach so,
Nee. Okay. Nein, natürlich. Auch nichts anderes erwartet. Zumindest meinerseits. Ich bereue nichts. Ich auch nicht.